Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem Livestream aus dem LWL Preußen Museum in Minden. Wer es noch nicht gegoogelt hat, wo Minden ist, Minden kann man finden. Es ist in Ostwestfalen. Es ist einer der vielen LWL-Museen, die es hier in der Region gibt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit einem Projekt on air sind, das besonders ist, besonders für uns. Es geht irgendwie um Geschichtsvermittlung. Das Ganze heißt Penn and Prussia. Aber was ist das überhaupt? Tja, wo fängt man da an? Pen and Prussia ist in erster Linie ein Projekt, bei dem es darum geht, ein Pen and Paper zu entwickeln, das im historischen Preußen angesiedelt ist. Und wir möchten damit im Wesentlichen zeigen, dass Geschichtsvermittlung im Museum durchaus auch manchmal Spaß machen kann. Und ja, dazu haben wir hier ein Pen and Paper Spiel entwickelt, das in einigen Wochen auch über eine Website abrufbar sein wird. Und genau, das ist es im Wesentlichen. Aber gerade hieß es noch Pen and Prussia, jetzt auf einmal Pen and Paper. Vielleicht für die, die es nicht wissen, was ist Pen and Paper? Also, Pen and Paper ist im Grunde genommen eine Mischung aus Impro-Theater und Gesellschaftsspiel. Das heißt, man spielt es meistens in einer Runde von ein paar Leuten. Und naja, es gibt einen Game Master, der meistens auf einem sehr, sehr großen Stuhl an einem sehr, sehr großen Tisch sitzt und sich eine Geschichte ausdenkt. Und die übrigen Leute spielen dann in dieser Geschichte gewissermaßen die Hauptcharaktere. Und das Interessante dabei ist, dass im Gegensatz zu einem Roman oder einem Film, wo die Geschichte genauso abläuft, wie der Autor das geplant hat, hier dadurch, dass eben die Hauptcharaktere von echten Menschen gespielt werden, die zeitweise ein paar andere Ideen haben, wie sie mit Situationen in der Geschichte umgehen, als der Autor oder der Spielleiter in diesem Fall. Ja, das sorgt manchmal für ein bisschen Spaß. Haben wir denn schon Menschen, die mitspielen? Game Master ist schon da, offensichtlich. Ja, ich weiß nicht. Ja. Haben wir schon Menschen, die mitspielen? Sind die schon irgendwo hier? Also ich meine, großen Tisch haben wir. Wir haben die Stühle und so. Irgendwie einen wichtig aussehenden Stuhl. Es hat auch irgendwer so einen Schirm hier hingepackt. Mhm. Jetzt, wer seid ihr jetzt alles? Also, ich bin der bekannte Kunstdieb Maurice Frédéric Moriarty und habe eine Leidenschaft fürs Stehlen gerade von Kunstobjekten und bin ursprünglich ins Preußenmuseum gekommen, um das etwas auszukundschaften für einen späteren Besuch. Jo, bin Andreas Müller, Tischlermeister. Bin ja nur hier, weil die wollten eigentlich einen neuen Tisch haben, aber jetzt ist noch irgendwas anderes mit da. Ja, ich bin Jean-Alexander Meyer-Ries. Ich werde Alex genannt, ich bin Geschichtsstudent und helfe im Museum aus, arbeite so ein bisschen hier und heute ist irgendein ganz besonderer Auftrag reingekommen. Ja, ich bin Eddie, ich bin hier Schülerpraktikant im Preußenmuseum. Ja, weiter habe ich eigentlich auch nichts zu sagen. Ja, ich bin Silvia Necker, ich bin die Museumsdirektorin und bin natürlich ganz und gar kulturbeflissen, habe jeden Fontane-Band gelesen, gehe gerne in die Oper, ist doch Logo und leite hier dieses Preußenmuseum und mache mich auf den Weg zu einem ganz besonderen Spiel, nämlich heute Pen and Prussia. Und da sind wir schon bei unserem Abenteuer. Also dieses Museum braucht tatsächlich für unsere neue Ausstellung einen metallenen Adler. Den müssen wir finden. Das ist ein Adler, der typischerweise an preußischen Kasernen hing. Leider ist uns das Original peinlich genug abhanden gekommen. Und an dieser Stelle der ganz strenge geheime Hinweis. Also der Adler wird hier von den Teilnehmenden ganz liebevoll der Brathahn genannt. Und genau den suchen wir, Operation Brathähnchen. Aufgabe ist es, in die Zeit zurückzureisen, den Metalladler zu besorgen, der an einem Stall der Kaserne hing. Wir sind ja hier in Minden in der Infanteriekaserne untergebracht. Also gab es auch viele Pferdestallungen rundherum. Da hing der Adler, weg ist er, wir brauchen ihn dringend wieder. Als Setting haben wir gewählt, als Zeitpunkt, um zurückzureisen, um die Tarnung relativ hoch zu halten, die 100-Jahr-Feier des 15. Infanterieregiments, das hier stationiert ist. Es wird hoffentlich uns keiner bemerken, der Trubel ist ziemlich groß, draußen auch auf dem Simeonsplatz, da wird ordentlich was loswerden und ob da jetzt irgendwelche Zeitreisenden unterwegs sind, ich glaube, das wird nicht groß auffallen.
Tipps gebe ich auch noch zum Zeitreisen. Auf gar keinen Fall Dinge anstellen. Das gibt immer Stress hinterher. Das könnte die Zeitlinie durchbrechen. Das wollen wir nicht. Menschen töten ist auch keine gute Idee. Schwer verletzend schon gar nicht. Gebäude zerstören erst recht nicht. Wir brauchen das noch als Museumsgebäude. Gegenstände irreparabel zerstören ist auch nicht eine gute Idee. Und Wissen aus der Zukunft zu verteilen wäre auch nicht so ganz super. Auch Vorhersagen sind nicht so schön in einem Museum. Also bitte, das Wichtigste ist, wir lassen uns nicht erwischen bei dieser Mission. Es ist ganz wichtig, dass wir im Geheimen operieren. Wir haben auch einen Praktikanten noch dabei, nicht nur den Schülerpraktikant, sondern tatsächlich den Praktikanten, der schon rumfummelt an unserer Zeitmaschine. Die steht vor der Tür, an dem Container hier vor dem Museum, wird gerade sozusagen gestartet, bereit gemacht. Und dieser Praktikant hat tatsächlich dann auch genauso wie wir noch etwaige Rätsel zu lösen und Anweisungen zu erfüllen. So weit zu unserer Mission. Gut. Ihr alle sitzt jetzt hier, habt es eben gehört, ihr seht auch vor dem Gelände des Museums einen, es ist euch vielleicht beim Eintreten schon aufgefallen, ein seltsamer Container, der irgendwie mit einem Schriftzug Potsblitz Preußen beschriftet ist. Vielleicht, als ihr hingegangen seid, habt ihr euch die Frage gestellt, warum zum Geier steht da einfach so ein Container vor einem Museum? Was tut ihr? Ob dieser Enthüllungen. Ja, ich gehe hin zum Container, gucke dabei nochmal auf meine Taschenuhr, wie viel Uhr es ist. Ich schreite einfach schon mal voran und achte darauf, was die Frau Direktorin tut, um mich gegebenenfalls anzupassen. Das heißt, wir schauen in den Container rein, oder? Ja. Ja, das klingt nach einer guten Idee, würde ich sagen. Machen wir. Gucken. Ihr begebt euch aus dem Geheimratszimmer sozusagen in Richtung des Containers, kommt dabei an sehr vielen hart arbeitenden Menschen in Büros vorbei. Die Containertür geht auf. Es kommt euch ein Mann entgegen, kurze schwarze Haare, etwas jünger, ihr würdet so sagen, irgendwo in den 20ern. Guten Tag, guten Tag. Frau Necker, die Maschine ist soweit bereit, es ist alles eingestellt, 1913, kann losgehen. Sehr gut, dann vertrauen wir doch dem Praktikanten und dass er auch hoffentlich alles gut vorbereitet hat. Natürlich. Und legen los. Alles klar. Der Praktikant flitzt durch die Tür hinein, es sieht seltsam aus in diesem Container. Ihr betretet ihn und hinter euch fällt mit einem verhängnisvollen Rumsen die Tür zu. Es gehen kalte, künstlich wirkende Neonlichter an und ihr seht, dass in diesem Container selbst eine Vielzahl von Kabeln, von Apparaturen sich befindet und alle Kabel scheinen irgendwie auf ein großes Kontrollfeld, das am Ende des Containers steht, zusammenzulaufen. Ihr seht, an den Wänden sind Sitzplätze mit Anschnallgurten und aus irgendeinem Grund Tüten in Vorrichtungen daneben. Die Kontrollvorrichtung besteht aus einer Vielzahl an Knöpfen und Hebeln, deren Sinn sich euch nicht direkt erschließt. Auf dem Bildschirm eingegeben steht das Jahr 1913. Direkt unter dem Bildschirm befindet sich ein zentrales Feld sozusagen, auf dem zwei Knöpfe sind, ein grüner und ein blauer. Der Praktikant läuft zu einem der zahlreichen Tastenfelder, tippt da irgendwas drauf herum und sagt so, alles abgeschlossen. Also, wenn wir den grünen Knopf drücken, dann geht es zurück ins Jahr 1913. Mit dem blauen Knopf kommen wir wieder in unsere Zeit zurück. Sie müssen sich auch gar keine Sorgen machen, es ist alles perfekt vorbereitet. Die Zeitmaschine verfügt über ein eigenes Tarnfeld, das sich automatisch einschaltet, sobald die äußeren Sensoren registrieren, dass die aktuelle Zeitebene verlassen wird. Sie wird sich wahrscheinlich irgendwie als Pferdewagen oder so etwas tarnen.
Was gibt es noch zu sagen? Wir verfügen über ein großes Repertoire an, wie sagt man das, an Kleidungsstücken, an die irgendwie alt aussehen, damit sie nicht auffallen. Setzen Sie sich bitte, halten Sie die Arme während der Fahrt ständig im Gefährt und schnallen Sie sich an. Was machen wir jetzt? Achterbahn? Bei Zeitmaschinen weiß man jetzt nie, ne? Ich frage aber vorher den Praktikanten, ob er auch wirklich den Freigabestempel von mir bekommen hat. Den hatten Sie mir noch. Ich hatte mich doch heute Morgen extra in die Schlange von 50 Menschen, die unbedingt dringend was von Ihnen wollten, angestellt. Heute Mittag war ich dran. Kurze Frage in die Runde. Wollen wir uns jetzt schon Kostüme aussuchen oder machen wir das erst, wenn wir da sind? Ich würde das machen, wenn wir da sind. Das ist von mir aus. Gut, dann, wenn es von Ihrer Seite keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, entschuldigen Sie, das ist immer so ein bisschen, setzen Sie sich bitte, schnallen Sie sich an, für den Fall der Fälle sind Tüten in Vorrichtungen dort. Alle bereit? Jo. Ja. Oh, würde ich schon sagen. Dann geht es los. Und der Finger, wie der schwere Vorhang eines Theaters, fällt auf den Knopf. Es klickt. In diesem Moment hört ihr ein Summen. Maschinerie fährt hoch. Der Bildschirm fängt an zu blinken. Die 1913 darauf fängt an zu flackern. Und ihr spürt auf einmal ein leichtes Vibrieren an den Armlehnen, auf denen ihr eure Arme abgestützt haltet. Das Vibrieren wird stärker, bis ihr in den Sitzen regelrecht zu schütteln anfangt. Und urplötzlich hört alles auf. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh. Tüsch ist da. Ja. Keine Sorge, wir sind nur knapp über 100 Jahre zurückgereist, als mich der Referent damals ins Mittelalter geschickt hat. Das war eine Reise. Gut. In den Schränken finden wir alles, was wir an Kostümen brauchen. Wir müssen eigentlich alles da haben. Wir stehen hoffentlich knapp außerhalb des Simeonsplatzes. Innerhalb der Festung. Die Feier selbst hat noch nicht begonnen, aber es ist alles kurz davor. Alles, was Rang und Namen hat in Minden, ist hier. Die Truppen stehen bereits bereit und wir vermuten, dass die Parade. Also wenn alles funktioniert hat, müsste sie in so einer halben Stunde beginnen. Mal gucken. Gut, dann der Praktikant löst den Anschnallgurt, steht auf, schwankt leicht. Und stolpert Richtung Kleiderschrank. Sollen wir uns auch kostümieren? Ja, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich glaube, ja. Aber das ist ziemlich einfach, weil wir haben das ja schon gut vorbereitet, ne? Nachdem ihr euch angekleidet habt, der Praktikant prüft noch einmal den Sitz der neuen Jacke. Gut, dann, ich habe Ihre Anweisungen nochmal durchgelesen. Ich werde mich bemühen und wenn alles gut läuft, treffen wir uns dann in einer knappen halben Stunde wieder hier. Euch allen viel Glück. Lasst die Zeitlinien bitte heile. Und möge die Macht mit uns allen sein. Und immer noch leicht schwankend stolpert er zur Tür hinaus. Was tut ihr? Ich versuche erstmal meine Taschenuhr einzustellen. Wie viel Uhr haben wir es überhaupt hier?
Ja, so Mittag. Ich hab keine Uhr an mir. Vielleicht ist am Gebäude irgendwo eine Uhr zu sehen. Und das stört mich jetzt schon, dass die Uhr nicht richtig läuft, potenziell. Ich denke, wir sollten mal hier rausgehen und vielleicht mal so die Umgebung checken. Bevor wir rausgehen, hat irgendwer eine Idee, wo wir überhaupt hin müssen, wo sich dieser Eisenadler befindet? Also... Vielleicht kann ich mich dran erinnern, denn ich habe ja... eine meiner Stärken ist ja durchaus Geschichte als Geschichtsstudent im 18. Semester, der ich hier ja öfter arbeite. Ja, dann würde ich sagen, würfel doch einfach einmal und mal schauen. Ich erhebe mich. Am besten versuch, in dieser mich aber nicht hinzulegen. Hübsch gestalteten Würfelschablone. Aber sicher. Auch mal überreichen, nicht wahr? Oh, danke schön. Ja, aber dann haben wir das mit der Kamera, das Problem. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig. Die werte Zuschauerschaft sollte doch einigermaßen sehen können, was dabei jetzt eigentlich rumkommt. Das ist der erste Wurf des heutigen Abends, meine sehr verehrten Damen und Herren Zuschauer. Und wenn er schon so aussieht, dann sollte das doch einigermaßen was werden. Es fliegt dir zu, wie aus dem Nichts. Du weißt, wo sich diese Adler befindet. Du hast irgendwo eine Akte gelesen, in irgendeinem verstaubten alten Ordner, dass tatsächlich kurz vor dieser 100-Jahr-Feier beantragt wurde, dass der Adler, der am Stall der Kaserne hing, erneuert wurde, weil der alte so ein bisschen, in die Jahre gekommen ist, abgenutzt war, Farbe abgeblättert und so weiter und so fort. Der Adler ist in die örtliche Handwerkergebäude übergeben worden, wo zunächst noch einmal Maß genommen werden soll, geschaut werden soll, ob man da noch irgendwas dran retten kann. Und nach allem, was du weißt, bist du dir ziemlich sicher, dass er sich in einer der Montierungskammern im Ökonomiegebäude dieser Kaserne befindet. Wo befinden wir uns jetzt? Also sind wir überhaupt schon rausgegangen? Nee. Im Moment sind wir, glaube ich, noch in der Zeitmaschine. Würde ich vorschlagen, erstmal hinauszugehen und uns einen Überblick zu verschaffen. Klingt nach einem Plan. Dann erscheint vielleicht auch die Uhr an der Kaserne. Da können wir uns da kurz die Uhr, die Zeit abholen. Ja. Sehr gut. Und dann brauchen wir irgendwie einen Grundriss, oder? Um das Kasernengelände ein bisschen genauer zu entdecken. Das wäre, glaube ich, gut, ja. Wer von euch möchte denn die bedeutungsschwere Aufgabe bekommen, die Tür aufzumachen? Ja, das würde ich wohl übernehmen. Okay, dann machen wir mal die Tür auf hier. Das kriege ich ja wohl auch ohne Würfel hin, oder? Ja. Das ist eine sehr schöne Sache. Der Spielleiter ist heute einmal gnädig und erlaubt es, auch ohne einen Wurf die Tür aufzumachen. Gut, dann würde ich jetzt mal die Tür aufmachen und ich gehe raus. Und die anderen folgen mir höchstwahrscheinlich. Als die Tür aufgeht, schlägt euch erstmal das Sonnenlicht förmlich ins Gesicht. Und dann ein Geruch, ein Gestank schon fast. Es riecht nach Pferden. Sehr vielen Pferden. Ach gut. Gut, dass ich nicht gut rieche. Ihr habt so eine leichte Note von Schwerindustrie unter dem Geruch gemischt. Ihr seht euch um und zusätzlich zum Sonnenlicht, dem etwas gewöhnungsbedürftigen Geruch, werdet ihr auch nahezu von einer Wand aus Geräuschen erschlagen. Ihr hört Leute tuscheln, eine gewaltige Menschenmenge, und ihr seht, dass auf dem Simeonsplatz hier vor unserer Defensionskaserne sich ein gewaltiger Pulk gebildet hat. Ihr seht edle Herren in Anzug, im Zylinder, feine Damen in wohlgenähten Kleidern, samtenen Handschuhen, schicken Hüten, zwischendurch schneidige Uniformen, zackige Schnurrbärte, und gegen dem Ende des Platzes könnt ihr auch schon ein bereitstehendes Regiment von Soldaten in blauen Uniformen erblicken.
Ihr befindet euch an einer kleinen Brücke in der Nähe eines Flusses. Steht hier ein relativ großes, langes Gebäude, wo hinten hinter so ein kleiner Abstellplatz, könnte man sagen, für Fuhrwerke ist. Dort hat sich auch eure Zeitmaschine hingestellt und als ihr euch umdreht, seht ihr, dass tatsächlich ein Pferdewagen hinter euch steht, da wo eigentlich die Zeitmaschine sein sollte. Hm. Gut getan, würde ich sagen. Ja. Der Praktikant, ihr seht noch, wie er sich Richtung Menge aufmacht und bald in der See aus Menschen, die sich auf dem Platz ergießt, untertaucht. Geht er in eine bestimmte Richtung? Er läuft schnurstracks auf die Menge der Versammelten, was ihr vermutet, die Mindener Bürgerschaft ist, zumindest so pompös und fein herausgeputzt, wie sie sich angezogen haben. Und scheint relativ zielstrebig Richtung Kaserne durch diese Bürgerschaft hindurchzulaufen, aber irgendwann könnt ihr ihn nicht mehr ausmachen, er ist in der Menge verschwunden. Ja. Gut. Gut, also ohne ihn. Ja. Augenscheinlich. Oh, wo sind wir jetzt und wo müssen wir hin? Also, wir scheinen uns vor der Kaserne zu befinden, auf dem Platz. Das Ökonomiegebäude dürften wir eigentlich von hier aus sehen können, wenn ich mich nicht irre. Wobei, wenn wir Pferde, sozusagen geparkte Pferdefuhrwerke hatten, dann sind wir wahrscheinlich schon eher nah an diesen Wirtschaftsgebäuden der Kaserne und gar nicht so sehr vor der Kaserne. Nun, das mag sein. Ja, ich versuche mich zu orientieren. Also ich glaube, wir bräuchten einen Plan, auf dem das Kasernengelände irgendwie aufgezeichnet ist, damit wir gucken, wo wir stehen und wirklich dieses Ökonomiegebäude, das brauchen wir ja möglichst fix, dass wir das finden. Dann haben wir irgendeine Karte zur Verfügung? Also ich habe zufällig ein dickes Buch zur Baugeschichte Mindens dabei. Also ich denke, das können wir gut gebrauchen. Die Kabel. Dann würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie einmal, da gebe ich Ihnen auch gerne einen zweiten Würfel für. Also einmal mit zwei Würfeln, einfach einmal würfeln, ob Sie sich hier mit Hilfe des Buches so zurechtfinden. Okay. Ich würde sagen, auch das übertragen wir wieder einmal kurz in der Nahaufnahme. Das sieht schon viel aus. Ja. Oh. Also wenn alle Würfe so gut sind, das macht meinen Job sowohl bedeutend einfacher, wie auch bedeutend schwieriger. Aber auch langweilig so. Ja, wird schon noch anders. Gut. Eine 6, das ist ein guter Erfolg. Dann, Sie gucken sich so ein wenig um und ja, sofort macht es Klick. Das, wo ihr euch gerade befindet, ist quasi der Stellplatz für die Fuhrwerke hinter dem Proviantmagazin. Das Proviantmagazin, das vor euch steht, ist ein sehr, sehr langes Gebäude. Direkt dahinter müsste sich das Ökonomiegebäude befinden. Und wenn ihr ein wenig zur Seite tretet, erblickt ihr es auch schon. Es ist ein recht kleines Gebäude, dreistöckig, sehr, sehr viele Fenster. Direkt davor steht die große Menschenmenge. Das heißt, wir müssen jetzt relativ unauffällig uns dahin bewegen und wahrscheinlich nicht nur die Menschenmenge durchkreuzen, sondern auch irgendwie das, was davor steht. Wer weiß, ob da ein Posten steht. Das müssen wir uns jetzt einmal aus der Nähe angucken, würde ich sagen, und uns natürlich entsprechend dahin bewegen, ohne aufzufallen. Also ich denke, mittendurch die Menschenmenge wäre vielleicht nicht so praktisch, weil da kann man sich gegenseitig verlieren oder auch mehr verirren. Also ich würde eher so einen Weg außenrum nehmen, da wo gerade nicht viel los ist. Würde ich mich anschließen. Klingt vernünftig. Ja. Alles klar. So einen kleinen Streifen hat die Menschenmenge freigelassen.
Und über diesen Streifen versucht ihr, so unauffällig, wie es nur gerade irgend möglich ist, euch zu bewegen. Und es steht tatsächlich, zumindest vor der Vorderseite, kein Posten. Das ist doch sehr gut. Nun, dann sollte vielleicht jemand, der sich damit auskennt, einmal zur Tür gehen und gucken, ob sie aufgeht. Oder ist das so auffällig? Probiere ich das doch mal. Ja, gut. Ja, im Zweifel kannst du dann auch sagen, als Handwerker ist das ganz praktisch. Du hast das richtige Anliegen sozusagen. Alles klar. Du machst dich auf den Weg Richtung Vordertür und ja, das ist halt eine stinknormale Holztür, ne? Oh. Soll ich mal die aufzumachen? Ist abgeschlossen. Scheiße. Irgendwie nicht auf. Wir sollten mal auf der Rückseite des Gebäudes gucken. Aus meiner Erfahrung als Kunstdieb habe ich auch festgestellt, dass Rückseiten häufig weniger gut bewacht sind. Müsste man schauen, ob da ein Eingang ist. In dem Sinne würde ich mal in die Richtung laufen und nachschauen. Ich folge dir mal. Was ihr euch davon macht, seht ihr, wie sich aus der Menge einige Köpfe zu euch umdrehen. Einige ältere Herren mit langen Bärten und Zylindern und ihre Ehefrauen, die miteinander tuscheln. Aber keiner hält es jetzt für nötig, da irgendwie nachzufragen, was ihr da macht. Ihr begebt euch auf die Hinterseite des Gebäudes. Ist tatsächlich relativ hübsch. In der Nähe fließt ein kleiner Fluss. Einige Bäume stehen hinter dem Gebäude. Dummerweise steht dort ebenfalls ein Wachposten. Ein Soldat in Uniform, Gewehr im Arm. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Ja. Was machen wir da jetzt am besten? Vielleicht eher dann die Vorderseite, ohne Posten. Ja, wir haben doch... Haben wir nicht irgendwen dabei, der vielleicht Schlösser knacken kann? Ja, aber ich bitte doch direkt darum... Direkt vor der Menge? Genau das bitte ich zu bedenken, wenn sich plötzlich einer vor die Tür kniet und anfängt darin rumzuverwerken, dass es dann doch ein bisschen auffällig sein könnte. Ja. Ablenken den Wachposten können wir auch nicht irgendwie, oder? Das müssen wir am Ende noch irgendwen aus einer Situation befreien. Das wollen wir möglichst vermeiden. Ganz genau. Wäre denn die Möglichkeit vielleicht auch gegeben, die Fassade hochzuklettern? Ich sehe, das Gebäude hat auch Fenstersimse. Vielleicht könnte man die ja nutzen, um da hochzukommen. Ja, aber nichtsdestotrotz müsste einer den Posten ablenken. Kann vielleicht jemand gut reden oder so? Ja, ich könnte ihn in ein Gespräch verwickeln. Das ist eine gute Idee. Aber bestimmt gerate ich dann an jemand, der überhaupt was anderes kennt als ich, aber ich probiere das einfach. Oh. Gut. Wir versuchen in der Zwischenzeit ins Haus zu klettern. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Gottes Willen. Also ich kriege das, glaube ich, ganz gut hin. Meine Schwäche ist Sport. Ja. Ich gehe einfach mit der Frau Direktorin mit und versuche den Posten auch mit abzulenken. Das finde ich gut. Dann sind wir zu zweit. Das ist sehr schön. Wir sind nämlich beide unsportlich und dann müssen die anderen, die sportlich sind, das mit der Fassade regeln. Alles klar. Dann würde ich sagen, teilen wir das Ganze auf. Ihr beide lauft auf den Wachposten zu. Der entdeckt euch auch relativ rasch, dreht sich zu euch um. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, wir sind hier zu Gast bei dieser großen Feier. Wir sind ganz überrascht, wie viel hier los ist. Gibt es irgendwas, womit ich Ihnen helfen kann? Ansonsten müsste ich Sie bitten, wieder auf den Platz zu gehen, hier hinten ist. Ja, wir wollten ein bisschen genauer wissen, wie der Ablauf der ganzen 100-Jahr-Feier ist. Können Sie uns vielleicht sagen, wo man den besten Blick hat auf die Parade? Ah, das
Da müssen Sie jemand anderen fragen. Da müssen Sie meinen Vorgesetzten fragen. Ich soll hier nur herumstehen und während der Rest des Regiments meiner geschätzten Kameraden sich da vorne in bester Manier präsentieren kann, dafür sorgen, dass niemand hinter diesen Schuppen hier. Das ist ja ein sehr undankbarer Posten. Vielleicht ist dann Ihr Vorgesetzter da? Könnten wir den vielleicht sprechen? Der wird wahrscheinlich im Moment einen Kaffee trinken oder seine Stiefel polieren oder sonst irgendwas machen. Ich fürchte, für Sie ist im Moment nicht zu sprechen. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal kurz bis eine rauchen gehst und wir warten hier gerade oder dir gerade was von vorne holst oder so? Wir geben dann kurz Bescheid, dass einer kommt oder so, dass ein Posten kommt oder wir lenken den kurz ab. Dann kannst du wenigstens ein bisschen was von der Parade mitbekommen. Also das ist ja wirklich sehr undankbar, hier hinter dem Gebäude zu stehen und gar nichts zu sehen. Ja, wir haben auch Zigaretten dabei. Wir können gleich eine geben. Ich meine, ich bin ein bisschen... Ihr seht, er ist ein wenig unschlüssig. Aber wir haben schon Zeit gewonnen. Ich würde... Ja, ihr habt auf jeden Fall Zeit gewonnen. Das heißt, wir schauen jetzt mal, wie sich der Rest vom Schützenfest so anstellt. Oh Gott. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt geht das nämlich los. Ich nehme an, ihr möchtet ganz simpel, ganz stupide hochhüpfen, ein Fenstersims packen und dann versuchen, euch da weiter dran lang zu arbeiten. Das klingt nach einem Plan, ja. Ja. So. Okay, dann würfelt ihr mir bitte alle einmal. Da hier steht, ich bin sportlich, darf ich da einen zweiten Würfel dazu nehmen? Oder? Ja, das sei in dem Fall gewährt. Für fit. Fitten Körper? Geben wir noch mit hinzu, ja. Ich habe auch Körpertyp sportlich, also da. Mhm. Gut, das heißt. Wir haben die richtigen geschickt. Ja. Soll ich dann? Das heißt, diese Sache ist schon einmal gelungen. Dann würfel bitte einmal kurz. Fängst du an? Daran, ohne oder? Kamera. Die Regie beschwert sich vielleicht. Magst du mir mal verraten, was der hintere ist? Den kann ich von hier aus gar nicht sehen. 6. Erzählen. Eine 6 und eine 1. Ich denke, wir nehmen die 6. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Klar, das dann. Das ist auch schön. Auch eine 6. Ihr habt die Dinger jetzt nicht gezinkt vorher, oder? Nee. Auch da eine 6, eine 1. Ich nehme mal an, wir nehmen wieder die 6. Aber eine 5, das 5. ist doch schön. 5 und eine 4. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, bleiben wir bei der 5. Ja. Das sind doch schöne Würfe. Würde ich auch sagen. Das fängt doch gut an. Ja. Das tut es in der Tat. Ihr beiden, die ihr die Sechsen gewürfelt habt, Maurice, Frederik und Eddie. Eddie, du hast im Sportunterricht das ein oder andere Mal Klimmzüge schon hinter dir gehabt. Ja, ich denke, ja. Das heißt, dich da hochzuziehen ist kaum ein Problem für dich. Bis wohin möchtest du überhaupt klettern? Bis zu einem Fenster und dann bis zum ersten Fenster, würde ich sagen, und dann mal gucken, ob man da irgendwie reinkommt, ob der Raum überhaupt leer ist. Und sonst würde ich mal weiter gucken. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ich würde versuchen, einfach in das mittlere Stockwerk möglichst zu kommen. Das ist ja ein dreistöckiges Gebäude. Und da einmal durchs Fenster zu lunsen, ob da vielleicht wer drin ist und wer nein. Das versuchen aufzuhebeln und reinzuklettern. Alles klar. Dann hüpft ihr quasi mehr oder weniger synchron beide zunächst mal nach da oben hin. Du bist ein wenig, nicht ganz so elegant wie diese beiden. Aber du wuchtest dich da hoch und ihr guckt alle drei durch die Fenster. Seht tatsächlich, da ist niemand drin. Das klingt doch gut. Gehen wir noch rein. Dann versuchen wir mal, das aufzumachen, würde ich sagen.
das funktioniert, ist jetzt nur noch die Frage. Das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben noch den Einbrecherkönig, habt ihr doch dabei. Wisst ihr, was noch eine noch bessere Frage ist? Gelingt es unseren beiden anderen Kollegen, um Gottes Willen, den Wachpost da hinten für lange genug zu beschäftigen? Hoffen wir mal. Dass er jetzt nichts weiter bemerkt. Ihr habt ihm eben ein paar Zigaretten angeboten und ihr seht, er ist ein wenig erschwankt. Mhm. Sag, wie kommt das überhaupt, dass du hier überhaupt alleine Wache stehen musst? Also das klingt ja eher nach einer Strafarbeit, die einem der Chef auferlegt. Also. So, soll ich dir ganz ehrlich sagen? Bitte. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe euch hier noch nicht gesehen und ich kenne eigentlich fast alle im Ort. Was? Das kann nicht sein. Also ich komme aus Minden, ich bin hier aufgewachsen. Okay. Ich komme aus einem kleinen Dorf vor Minden, wo ist weiter entfernt. Aha. Sicher, dass Sie das? Ich, Ja, wo sind Sie denn aufgewachsen? Kennen wir Sie überhaupt? Also ich bin Soldat seiner Majestät, Sie haben mich nicht zu kennen. Vielleicht kennt man sich, Meister. Vielleicht kennt man sich. So ist das doch gemeint. Es geht ja jetzt eigentlich auch nur um eine Zigarette, oder? Ja. Oder ist was mit dem Magen oder so? Oder? Tja, wie soll ich das sagen? Ja, du hast doch vorhin schon angefangen, Mensch. Chef ist ein Arsch, Entschuldigung. Aber das gehört man doch, Mensch. Habe ich natürlich nie gesagt. Weißt du, was darauf steht, wenn die das... Deswegen habe ich es ja nicht gesagt, Mensch. Hat doch keiner gehört. Ich weiß auch nicht. Dieser ganze Tag ist einfach nur... Weißt du, ich soll hier hinten stehen, während der Rest von meinen Kameraden da draußen sich schön in die Schale schmeißen kann und ja, sich da präsentieren kann. Das alles nur, ja, alles nur, weil mein Vater in der Gewerkschaft ist. Ja, der ist Gewerkschaftsleiter hier bei den Glaswerken, im Porta. Ah. Und deswegen hat dieser Major Freiherr von sonst woher mich auf dem Kieker. Ja, ist ja doof. Hast du selber auch was mit der Gewerkschaft zu tun? Nein, überhaupt nichts. Hm. Ich bin hier wie jeder gute Bürger. Ich leiste meinen Wehrdienst. Ich denke sogar drüber nach, ob ich mich noch länger verpflichten will. Aber wenn ich hier nur die Drecksarbeit kriege? Ja, ist ja ein bisschen wie sippenhaft, ne, hier. Ja, darauf sind die hier ganz stolz auf sowas. Hm. An der Stelle macht vielleicht mal gerade einen Überzeugungswurf. Ich habe nichts Besonderes. Ihr habt ihn ins Wanken gebracht. Ich habe jetzt kein Talent, was hier besonders überzeugend sein könnte. Dann, dann nur ein Würfel statt zwei. Oh. Also man mag es vielleicht. Der erste war so gut. Aber hier darf auch nochmal geworfen werden, würde ich ja genau, sagen. Mein Wurf ist ja nicht der einzige. Und ich habe als Stärke selbstbewusstes Auftreten. Na gut. Wir sind heute mal sehr gnädig. Ich sehe schon die nächste Eins, der schießt uns gleich. Nee, der schießt uns gleich, wenn wir rumklettern. Ach Gott. Oh, 2 und 2. Ach nein. Tja. Oh fuck, der... Soll ich kurz werden? Okay. Naja, ist ja auch egal. Ihr seht, er ringt noch mit sich, aber die Eins und die beiden Zweien, das ist leider... Also es tut mir leid, ich kann hier nicht... Ich kann hier meinen Posten nicht verlassen.
Und ihr solltet eigentlich auch nicht hier sein. Also geht einfach zurück, guckt der Parade zu und ich habe euch hier nicht gesehen. Das ist jetzt auf einmal so unfreundlich. Ich meine, ich kann auch drüben vom Gastwirt noch eine Flasche Schnaps holen. Dann sind wir hier zu dritt und machen es uns zu dritt hier hinten gemütlich. Jetzt soll ich im Dienst auch noch trinken, oder wieso? Was? Wieso? Clara sieht doch keiner, ist doch durchsichtig. Weiß man doch nicht, ob man ist auch durchsichtig? Nee, ich trinke nicht im Dienst. Und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr euch hier vom Acker macht. Ja? Die Parade ist da vorne, es geht gleich los. Das wird jetzt gefährlich hier. Wir sollten, glaube ich, ja, also die Damen und Herren, die am Dach hängen. die Fenster. Ihr hängt am Fenster, Sims. Es ist leer. Aus den Augenwinkeln seht ihr vielleicht an der Körpersprache, wie das Gespräch langsam einen für euch ungünstigen Verlauf einnimmt. Schwierig, schwierig. Ihr sagt mir jetzt, was tut ihr? Fenster aufmachen. Gehen die Fenster denn auf? Das ist die Frage. Wollt ihr versuchen, sie aufzumachen? Ja. Ich würde sagen, ja. Ja, alles klar. Eddie, du schaltest, legst die Hand ans Fenster. Ihr beiden habt noch ein Auge so seitlich auf den Wachposten geworfen, der sich jetzt von euren zwei Gefährten abwendet und sich gefährlich nah in eure Richtung umdreht. Eddie, das Fenster geht auf. Oh, Gott, intens. Glück gehabt, schnell rein hier jetzt, sonst werden wir noch gesehen. Ihr zieht euch schubs über die Simse hinein und befindet euch in etwas, was nach einer, also auf den ersten Blick würdet ihr sagen, das ist eine Wohnung. Oh, bisschen spartanisch eingerichtet. Ein Bett, einige Stühle um einen relativ simplen Tisch, ein paar Schränke. Eine Kommode. Das ist im Grunde genommen alles. An der Wand hängen ein paar wenige Bilder. Ein Bild vom Kaiser und daneben das Bild eines Mannes. Relativ jung in einer Uniform. Stimmt, die Geschichtsexperten sind gerade unten. Dann. Für euch ist das erstmal nur irgendein preußischer Soldat, der da auf diesem Bild zu sehen ist. Daneben der gleiche Mann, offenbar etwas älter, eine Frau neben sich in einem Gehrock, wo so ein paar Schleifchenbänder dran sind. Sieht relativ spartanisch aus. An der Wand zu eurer Linken findet sich eine Tür. Dann machen wir die doch mal auf. Boah, vorsichtig. Am Ende rennt da noch irgendwer rum. Das wäre nicht so gut. Wenn er gegen die Tür. Und dann mache ich ja, gut. Mal vorsichtig die Tür auf. Gucke mal kurz. Ist da irgendwer auf dem Flur? Du öffnest die Tür. Ich beschreibe einmal kurz so ein bisschen, was du jetzt siehst. Den Gang entlang sind auf deiner Wandseite sozusagen noch so drei weitere Türen. Gegenüber ebenfalls eine große Tür, auf der ein Schild hängt, Montierungskammer. Perfekt. Das klingt doch sehr gut. Das klingt sehr gut. Auf diesem Gang steht an der Wand gelehnt, relativ relaxed, ein junger Bursche in einer relativ simplen Hose mit Hosenträgern, lose geknüpftes, weißes Hemd an, lehnt so ein bisschen an der Wand und kratzt sich irgendwie direkt unter den Fingern weg. Okay,
Gut, was ist jetzt der Plan? Wir müssen ja auch irgendwie an dem vorbei. Ich glaube, wir kommen nicht an dem vorbei, ohne dass er uns bemerkt. Und wir müssen einen ziemlich guten Grund haben, warum wir aus der Wohnung kommen. Am Ende wohnt der hier noch. Inspektion. Inspektion? Aber ja, aber das sind doch so Einzelzimmer. Denkst du, da wohnt einer, der aussieht, als würde er in einer normalen Kaserne wohnen? Oder sieht der irgendwie ähnlich aus wie irgendwie auf den Fotos? Das wäre natürlich kritisch. Also, du hast ihn jetzt nicht sehen können, aber auf dem einen Foto war zumindest ein eher älterer Herr. Ja, gut. Das heißt, wahrscheinlich ist er das nicht. Ja, aber da die ja auch sehr eher in höherem Stande aussahen, denke ich mal, das ist keiner von denen. Ja, aber selbst wenn er nicht weiß, welche wohnt, ist es doch, glaube ich, schon sehr auffällig, wenn wir jetzt hier zu dritt aus diesem Zimmer rauskommen. Wir wissen nicht, wie lange er da steht und die meisten Leute sind ja auch außen auf dem Platz. Das fällt natürlich schon auf. Ja gut, da brauchen wir jetzt eine ganz schön gute Idee. Oder ganz schön gute Ausrede. Es geht erstmal nur einer raus und lenkt den ab, um Platz zu schaffen. Dann können die Aber anderen... Dann brauchen wir auch noch einen Plan B, falls doch irgendwas schief geht. Ein Plan B wäre gut. Fällt mir ein Plan B ein? Also wir sollten nicht zu Brutalitäten umsteigen. Das wäre schon mal zu vermeiden. Ja, das wäre definitiv ja empfohlen. Vielleicht wird das so Plan D oder so, falls alles davor schief geht. Sonst können wir erstmal Plan A ausprobieren und wenn der nicht klappt, dann können wir uns immer noch Gedanken machen. Hat denn jemand, ist denn jemand gut im Reden? Oder? Ich würde sagen, der werte Handwerker hier, der ist sehr überzeugend in seiner Rolle, der muss das gar nicht spielen. Oh, dann gehe ich mal in den Flur und gehe selbstbewusst auf die Tür zu. Montagekammer. Mhm. Alles klar, du öffnest die Tür und, weiß ich, so ein bisschen als würdest du eigentlich hier hingehören. Jo. Gehst du einfach zur gegenüberliegenden Tür, der junge Bursche, seh dich an, sag mal. Was? Kenn ich dich? Kenn ich? Okay, bist du irgendwie ein Kumpel von Friedrich oder was machst du hier? Tischler mal so einen scheiß Hahn abholen, den alten. Was denn für ein Hahn? Ach, den Adler, der Tor hing, soll ich den alten abholen, damit er weggebracht wird. Okay, da weiß ich jetzt nichts von. Toll, bist ja auch nur Geselle hier, oder? Ja. So. Okay. Pass auf. Wir gehen hier Befehlsketten durch. Also weißt du was? Dafür gebe ich, also da du ja auch hier Handwerker bist, gebe ich dir dafür jetzt einfach mal den Bonuswürfel. Oh Gott sei Dank. Das heißt, mal schauen. Die Kamera. Kamera? Einmal. Da müsstest du mir zwei jetzt und zwei. Zwei und zwei, oder? Ja, zwei. Gut, das ist nicht so. Jan, guck dich an. Ja, ich hab dich ja trotzdem noch nicht gesehen. Ja, auch nur den Hahn abholen. Ich frag mal meinen Meister. Wenn, dann weiß der Bescheid. Ja, er dreht sich um und geht. Was du eben nicht so schnell sehen konntest. An der Wand, wo die Tür zur Montierungskammer ist, da geht quasi ein Flur ab. Ja? Also, du siehst es jetzt, dieser Flur ist so ein bisschen T-förmig angelegt. Mhm. Ihr steht quasi auf dem Querbalken und der geht gerade den Flur entlang. Relativ zügigen Schrittes. Also du würdest vermuten, der merkt schon, dass hier irgendwas nicht so ganz koscher ist. Das ist so ein Riffi. Ich bin hier, um den Hahn abzuholen. Und ja, er macht sich auf den Weg. Ist ja noch nicht mal gelogen. Du hörst noch, wie es durch Treppen schallt. Meister? Scheiße. Kriegt man die Tür vielleicht irgendwie auf? Dass man. Der ist ja jetzt perfekt, ne? Kriegt die Tür zu. Dass man sich da vielleicht schon mal versteckt oder so.
Wir wissen ja nicht mal, ob da der Hahn drin ist, aber ja, verstecken könnte man sich. Ja, das wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Ja, mal mal die Tür auf. Dass der Meister dann denkt. Meister? Hier ist so ein Kerl, der meint, er will den Adler abholen. Wissen Sie was darüber? Und du hörst von oben schon Füße über schwere Dielenböden, die sich langsam näher kommen. Was tut ihr? In die Montagekammer rein. In die Montagekammer rein. Ja, wir sind ja noch. Ich glaube, wir bleiben erstmal da, wo wir sind. Das ist am sichersten, denke ich. Du läufst in die Montagekammer? Ja. Okay. Schnell die Tür zu. Die Tür ist auf, du ziehst hinter dir zu. Und du hörst schon. Was ist ja jetzt schon wieder los? Mann, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht stören. Ihr hört es durch die Türen tatsächlich durch. Was soll das? Hier ist doch keiner. Was denn für ein Mann, der einen Adler abholen will? Sag mal, hast du sie nicht mehr alle goschen? Oh Gott. Wir haben heute die Feier. Wir haben heute keine Arbeit. Feiertag. Das, was du sowieso jeden Tag machst. Aber ihm war noch. Ach, komm, Junge. Lass einfach gut sein. Und ihr hört, wie sich die Schritte so ein bisschen entfernen. Glück gehabt. Aber, zumindest nach dem, was ihr so durch die Türen hören könnt, scheinen sie sich noch auf derselben Etage zu befinden wie ihr. Ja, das ist natürlich schwierig. Steckt irgendwie ein Schlüssel im Schloss? Nö. Nee? Hm. Verdammt. Vielleicht überlegen wir zwei uns irgendwie einen Plan, aber so grob fällt mir eigentlich nichts ein. Wir müssen vielleicht erstmal rausfinden, wo der Brathahn überhaupt liegen könnte. Ne? Also der Eisenadler, wir wissen ja nicht, wo der steckt, ob der jetzt tatsächlich in dem Raum ist, wo unser Kollege gerade reingeschlüpft ist. Dann schau ich doch mal, liegt der hier? Also das ist so eine typische, ja, eine Montierungskammer. Das heißt, da liegen erstmal alle möglichen Sachen rum. Da liegen Ersatzteile, Werkzeuge, alles, was irgendwie mit den Wagen und Pferden zu tun hat, was man dafür an Handwerkszeug braucht. Dein geübtes Auge erspäht. Hier geht es vermutlich eher darum, Sachen zu reparieren, Sachen in Gang zu halten. Wenn du wissen willst, was dein geübtes Auge sonst noch so erspäht, dann würfel mir doch mal einen kleinen Wahrnehmungstest sozusagen. Oh, ja, ich habe nicht. Handwerk bringt mir da jetzt nichts, weil ich arbeite ja auch in meiner Werkstatt. Es hilft dir nichts. Es hilft dir leider nicht beim Sehen. Ich wüsste zumindest nicht, dass Sägemehl irgendwie die Sehkraft verbessert. Verschlechtert es auf jeden Fall. 4. Was haben wir? Eine 4. Dann guckst du dich tatsächlich so ein bisschen um. Und zwischen den zwischen Wagenrädern, Pferdegespann, siehst du tatsächlich auf einer Werkbank liegen einen schwarzen, metallenen Adler. Prima. Das siehst du. Du hörst auch was. Nicht gut. Schritte auf dem Flur, die langsam näher kommen. Gibt hier was, wo ich mich verstecken kann? Das sind nicht zufällig wir? Das sind dann nicht zufällig wir, oder? Hören die sich eher nach den Schritten des Meisters oder vom Lehrling an? Nach den Schritten von beiden. Ich versuche mich zu verstecken. Dann würfelst du mir jetzt bitte noch einmal, ob es dir gelingt, dich zu verstecken. Hilft mir da, dass ich fit bin? Dass ich mich irgendwo schön verstecken kann? Also da verstecken nicht unbedingt eine Aktion ist, die große körperliche Fitness erfordert, fürchte ich. Was, wenn ich mich im Gebälk verstecke? Also du möchtest. Okay, das ist eine blöde Idee. Hochklettern oder hochspringen und dich an so einem Balken irgendwie hochziehen und festhalten, oder wie sehe ich das? Auf so einen Balken. Mach den Spider-Man. Ja, nee, der macht's.
Er kriegt dann Bonuswürfel? Tatsächlich sogar ja. Dann mache ich das! Sehr gut. Alles klar, dann mal los. Was haben wir da? Vier. Eine und eins. Aber vier. Eine eins und eine vier. Dann nehmen wir doch mal die vier, denn vier ist gerade die Zahl, ab der man es noch so geschafft hat. Das heißt, du packst einen der Querstreben, die von den Balken, die quasi in der Mitte des Raumes stehen, zu den Dachbalken hochgehen. Packst den, ziehst dich da hoch und klammerst dich irgendwie mehr oder weniger, also nein, eigentlich eher weniger, geschickt an diesen Querbalken fest. Es ist eng, es ist staubig. Oh nein. Merkst du schon? Oh nein. Als unten die Tür aufgeht. Oh nein. Du siehst neben dem jungen Gesellen einen etwas älteren Mann, ebenfalls relativ locker, sag ich mal, gekleidet, einen leicht grau ansetzenden Schnauzbart, Schiebermütze auf dem Kopf, der die Tür aufmacht und sich umsieht. Ich möchte, dass du mir jetzt noch einen letzten Wurf gibst. Oh, Scheiße. Einfach nur, um zu sehen, ob du den Nisa drin halten kannst. Schon. Bitte. Komm schon. Drei. Mach dich schon mal bereit für einen Kampf. Ich hab ja mein gutes Na, ich fall einfach auf die Leute drauf. Ja, genau wie. Also. Das ist nie gut. Für die Zuschauerschaft, damit sie verstehen, was hier gerade passiert. Wenn einer unserer werten Teilnehmenden hier eine 3 würfelt, dann heißt es, dass er die Fähigkeitenprobe, die sein Charakter gerade ablegen möchte, leider ganz knapp nicht besteht. Aber das heißt ebenso, dass, weil es eben eine 3 und nicht zum Beispiel eine 2 oder, Gott bewahre, eine 1 ist, etwas mehr oder weniger Positives passiert. Du schaffst es nicht, den Schnäuzer zurückzuhalten. Du niest. Gott sei Dank, im selben Moment, da auf dem Platz die Blaskapelle zum Marsch ansetzt. Und jetzt werde ich mir nicht nehmen lassen, einmal kurz hier zu würfeln. Oh nein. Das kann auch nichts Gutes heißen. Oh, wird er schon reinschauen? Wie machen wir das jetzt? Du niest, die Trompeten und Posaunen schallen los unten. Und Gott sei Dank haben unsere beiden Freunde eine 1 gewürfelt. Ihren Wahrnehmungswurf, ob sie den Nieser von dem einsetzenden Preußens Gloria unterscheiden können, ist somit nicht bestanden. Das heißt, der Meister wirft dem Gesellen noch so einen verachtenden Blick zu, den du in deiner Laufbahn auch schon vielen Gesellen zugeworfen hast. Schließt die Tür hinter sich und geht. Ihr hört, wie sie die Treppen runterlaufen und ihr, die in der Wohnung sich noch verstecken, hört noch: Hör mal, ich weiß, dass du das hier alles nicht ernst nimmst, ja? Ich weiß, dass du hier nicht gerne arbeitest, aber tagsüber so besoffen zu sein. Du weißt, dass ich das melden muss. Oh Gott, oh nein, der Arme. Das tut mir jetzt schon wieder leid. Und der hat doch bloß von Anfang an uns geglaubt. Sie schreiten
Sie schreiten fort, ihr hört sie, die schweren Treppen hochgehen. Du hängst immer noch festgeklammert an diesem Balken. Ihr beiden steht immer noch hinter der Tür. Lauschend. Ihr irgendwo unten auf dem Platz, wahrscheinlich. Ich fange jetzt deutlich an zu schwitzen und frage nach einer Zigarette, obwohl ich nicht rauche. Moment. Hat ihm wer da eine? Ein gutmütig aussehender älterer Herr steckt dir gerade eine Schachtel, hält dir eine Schachtel hin. Brauchen Sie Feuer, junger Mann? Bitte. Zünden Sie an. Ja. So gut Tabak sind Sie nicht gewohnt, was? Offensichtlich nicht. So. Was machen unsere drei Freunde da oben? Aus dem Dachgebälk runterkommen. Die Luft scheint da rein zu sein. Ja, also ich höre auf jeden Fall nichts mehr. Vielleicht gehen wir mal nachgucken, ob wir da auch irgendwie reinkommen. Das klingt sehr gut. Also öffnen wir die Tür und gehen in den Flur. Ja. Gucken noch einmal ganz vorsichtig. Ist da jemand? Aber anscheinend ist da keiner mehr, hoffe ich mal. Einer, der mitdenkt? Nein, der Flur ist tatsächlich leer. Das ist doch gut. Dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt hin. Tür ganz auf, wir gehen langsam dahin. Ihr öffnet die Tür, ihr betretet den Raum. Andreas ist nicht zu sehen. Nirgendwo zu sehen. Andreas! Bis auf einmal. Wie würdest du deinen Abstieg beschreiben? Also, irgendwann kommen so dann plötzlich Füße, neues Gesichtsfeld. Also, und dann ein bisschen. Okay. Ja, dann haben wir dich auch mal wieder gefunden. Jo, der andere ist da vorne. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir den mit. Jo. Wäre besser, ja. Dann müssen wir hier auch irgendwie noch rauskommen. Das ist jetzt. Nehmen wir den einfach so, dann sollen wir den vielleicht nur irgendwas einpacken, dass das nicht jeder sieht, dass wir mit. Fliegt hier irgendwo eine Tasche rum? Irgendwo da finden sich wahrscheinlich so ein paar alte Tageszeitungen, in denen man ihn vielleicht einpacken könnte, Taschen, aber. Einfach in Zeitungspapier einwickeln und dann so unters Hemd. Nein, nicht unbedingt unters Hemd, man kann es ja auch irgendwie so unter den Arm tragen. Man sieht ja nicht unbedingt, dass es. So, kannst du auch machen. Und da der ja auch relativ flach ist, kann man das auch einfach in so eine Zeitung reinlegen, vielleicht. Ja, das machen wir, würde ich sagen. Alles klar, genau. Dann tun wir es. Wer nimmt den? Dann ist der Adler. Ich denke, ich würde den übernehmen. Okay, dann nimmst du den. Gut. Und dann müssen wir wieder rauskommen. Sollen wir wieder durchs Fenster raus? Nee, der Wachmann steht da ja und ist nicht abgelenkt. Wir könnten versuchen, durch die Fronttür rauszugehen. Da ist kein Wachmann und von innen sieht man nicht, wenn ich versuche, mit dem Dietrich die Tür aufzumachen. Ja, aber was mit den ganzen Leuten? Was denken die da? Dann werden die uns da halt rauskommen. Wir müssen das. Das ist wichtig. Wir haben eine Mission. Wir tun einfach so, als wäre das alles geplant. Ganz selbstbewusst und so. Wir gehören ja. Hoffentlich geht nicht noch irgendwas schief. Das wäre. Gut. Ist im Haus jetzt hier noch eigentlich irgendwer? Weil das wäre vielleicht unpraktisch, wenn wir jetzt noch irgendwem über den Weg laufen. Denke ich zumindest. Also. Jo. Also die Leute sind nach oben gegangen. Ne? Ja. Ich denke, wir bleiben vorsichtig. Dann können wir uns ja in Richtung Treppe aufmachen und dann schauen. Immer schön gucken, ist da wer? Hört man was? Ja, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Dann, also ihr versucht schon euch ein bisschen, ich sag mal, schleicherischer zu verhalten. Ja. Ein wenig, ich sag mal, gedämpfteren Schrittes. Genau. Okay. Dann, jeder bitte einmal würfeln. Und ich würfle auch. Meine Stärke ist Schleichen, das. Das ist gut. Dann, das ist gut. Dann nehme er sich gerne einen Bonuswürfel, der Herr. Also, was haben wir? 6 und 2. Oh. 6 und 2. Du schleichst für die anderen beiden mit. 5. Das heißt, 2 haben schon mal bestanden. Komm, weh. Na gut. Komm, schaffst du es auch? Meine Schwäche. 3. Gut.
Schwierig, schwierig. Tja, seid froh, dass das ein Gruppencheck war. Ja, da bin ich voll froh. Eddie, tollpatschig wie du bist, stolperst du ein wenig und machst natürlich ein klein wenig Lärm. Es knarrt so ein bisschen im Gebälk. Aber ich würde mal sagen, ihr beiden dreht euch zu ihm um. Vielleicht überhört man das wegen der Parade so ein bisschen. Vielleicht habe ich da ja ein bisschen... Nein, also da zwei von drei Leuten damit die Mehrheit, sage ich mal, den Wurf bestanden haben, gilt er für die gesamte Gruppe als bestanden. Das heißt, ihr schleicht euch schnellen Schrittes, nicht vielleicht schnell, aber vor allem leisen Schrittes, die Treppe hinunter, steht vor der Tür. Der Flur geht hier mehr oder weniger gerade durch. Im hinteren Teil des Gebäudes, wo auch die Treppe ist, die hier runterkommt, sind weitere Montierungskammern. Und vorne noch kleinere Zimmer. Die Vordertür steht da, zum Greifen nah. Was tut ihr? Steckt vielleicht sogar ein Schlüssel von innen? Nee? Los, Herr Meister. Ich würde sagen, er versucht hier auf. Aufzumachen und wir versuchen, dass hier niemand langlatscht und uns dabei stört, die Tür aufzubrechen. Jo. Ja, also ich habe ein Dietrich-Set und eine meiner Fähigkeiten ist ja auch hinterlistig zu sein. Mhm. Hilft mir das in dem Fall? Qualifiziert das für einen zweiten Würfel? Wir sagen mal ja. Also, die Talente des jeweiligen Charakters, wie gesagt, für die Zuschauerschaft, bestimmen so ein bisschen, wie viele Würfel man hat. Je mehr Würfel, desto besser. Denn je mehr Würfel, desto besser die Chance, ein hohes Ergebnis zu bekommen. Das heißt, unser Freund wird jetzt einmal mit allen dreien würfeln. Einmal bitte kurz die Ergebnisse. 5, 4 und 4. 5, 4 und 4. Also das heißt auf jeden Fall schon mal bestanden. Ich nehme an, du möchtest die 5 nehmen. Ich nehme mit Sicherheit die 5, ja. Gut. Gute Entscheidung, definitiv. Dann, du ziehst das Dietrich-Set hinaus, horchst das Schloss einmal so ab, fummelst daran herum. Es ist eine regelrechte Kunstform, wie du da diese Tür aufmachst und tatsächlich gelingt es nach langem Probieren, macht es klack. Die Tür öffnet sich. Und ihr bekommt erstmal jetzt, zuvor natürlich durch die Wände nur gedämpft, jetzt erstmal die volle Lautstärke eines Orchesters, eines preußischen Regimentes mitzuhören. Bauken, Trompeten, Trommeln und Ching der Rassabum. Hat jemand Ohrenstöpsel dabei? Macht meine Ohren und, nicht mit. Noch über die Marschmusik hinweg hört ihr... Ich denke mal, das ist einer von unseren. Das sind nur gute Ideen. Und sich auch an. Fährt raus. Ja, wir hatten uns aufgeteilt an den Ecken, um zu gucken, ob die hinten oder vorne rauskommen. Ja, hatten wir. Sehr schön. Aber natürlich so, dass der Posten uns nicht bemerkt, dass wir gar nicht richtig weggegangen sind. Genau. Aber erstmal verlassen wir zügig das Gebäude und schließen unauffällig die Tür wieder hinter uns. Und am besten so, dass uns niemand sieht. Genau, und durch das Rauchsignal findet ihr uns auch. Genau, entsprechend hin da und schmeiße die Zigarette auf den Boden, nur halb geraucht. Oh, und husten, frage ich, was habt ihr so lange gebraucht? Komm schon, Junge, das war eine perfekte Zigarette. Es war ein bisschen Zwischenfall wegen ein paar... Geselle. Handwerkergeselle. Kann passieren. Ich will es gar nicht wissen. Jetzt lasst uns einfach nicht abhauen, bitte. Ich bin dabei. Nein, alles gut gelaufen. Also müssen wir schnell unsere Zeitmaschine finden. Und hoffen, dass uns niemand aufhält. War doch bei den ganzen anderen Pferdewegen, ne?
Jo. Ja. Müssen wir da wieder schnell hin. Gebäude nehmen wir an. An der Menge vorbei. Mhm. Die ist, Gott sei Dank, so ein bisschen abgelenkt durch die Musik. Die Parade selber hat noch nicht direkt begonnen, aber so ein kleines musikalisches Vorprogramm, sagen wir mal. Ein Festredner scheint sich bereit zu machen. Es gelingt euch, dadurch mehr oder weniger unauffällig, wieder zurück zum, jetzt möchte ich Parkplatz sagen, aber das ist wahrscheinlich etwas zu modern formuliert, weil mir gerade keine bessere Beschreibung einfällt. Belassen wir es jetzt dabei. Und dort kommt auf euch zugerannt der Praktikant mit einer kleinen Tasche unterm Arm. Was haben Sie denn jetzt die ganze Zeit gemacht? Er deutet auch den Adler, sowas Ähnliches wie ihr. Ist alles gut gelaufen. Sie haben keinen Mist angestellt, so zeitmäßig, personenmäßig? Da gibt es nur einen Weg, das herauszufinden. Zurück. Er deutet auf den Pferdewagen. Ja. Jetzt macht die Zigarette aus. Wirklich. Das ist eine Nichtraucherzeitmaschine. Ja, aber ja schon. So, würde ich sagen, gehen wir dahin, machen die Tür auf, gehen schnell ran. Das ist quasi so eine Art Pferdewagen mit einer Rückklappe hinten. Ihr macht diese Rückklappe auf und seid sofort wieder in der Zeitmaschine. Endlich. Es ist geschafft. Yay. Ihr seid in Sicherheit. Das ist noch besser. Zu viel Stress für heute Abend, das sage ich euch. Ja, also ab nach, ab aber zurück, wir müssen noch oder? Den richtigen Knopf finden, sonst kommen wir nicht zurück, ne? Ja. War dann blau, oder? Warte mal, das müsste doch der Praktikant hier wissen, ja, oder? Ja, es ist der blaue. Also denke ich. Ich meine, dass das. Also Sie haben das so gesagt, dass das der blaue ist. Deswegen. Oh, dann los! Okay, drück den Knopf. Oh Gott. Ihr setzt euch hin, hoffe ich. Anschnallen, nicht vergessen. Ja, also er setzt. Andreas erinnert sich im Nachhinein, dass man vorher sitzen soll. Hat schon gedrückt. Oh nein, festhalten. Der Praktikant drückt den blauen Knopf. Vom Bildschirm verschwindet die 1913. Eine wohltönende Computerstimme sagt: Rückreise eingeleitet. Es kommt das vertraute Surren, das vertraute Summen, das vertraute Hochfahren von Maschinerie. Das Zittern beginnt, das Vibrieren beginnt. Der Motor oder was auch immer diese Höllenmaschine jetzt genau antreiben mag, jault deutlich lauter als auf der Hinreise. Oh Gott. Die Vibrationen werden deutlich unangenehmer. Also es ist wirklich so ein bisschen Flugzeug gerade durch ein Luftloch mäßig. Das ist so das Gefühl, was ihr habt. Hier wird deutlich übel. Und dann macht es und alles ist still. Sie haben ihr Ziel erreicht. Oh Gott, das war ja noch schlimmer als die Hinreise. Ist hier irgendwo eine Uhrzeit? Also vorne. Mal frische Luft schnappen. Raus. Ob die Uhr noch richtig geht. Ja, wir sollten prüfen, ob wir 2022 angekommen sind, oder? Vielleicht gut. Klingt sinnvoll. Mhm. Nicht, dass wir jetzt irgendwie 68 oder keine Ahnung. Soll ich mal vorsichtig nach draußen gucken? Ich guck mal vorsichtig nach draußen. Scheint alles normal, denke ich mal. Ich gehe ein Stück weiter raus, guck mir das Gebäude an. Ja, sieht ganz danach aus, dass es alles beim Alten geblieben ist. Ah, die bewährten Blitzflaggen hängen da an der Fassade des Museums. Alles gut. Schön, das wiederzusehen. Ja. Definitiv. Alles gut. Ihr seht auch durch die Fenster, dass die Museumsbelegschaft wie immer hart am Arbeiten daran, spannende und interessante neue Ausstellungen für die Menschen vorzubereiten. Sollen wir das mit der Schleichwerbung dann lassen, oder? Du kriegst nachher die Kohle dann. Mehr wollte ich nicht wissen.
Der Praktikant stolpert heraus. Gut. Dann haben wir ja alles geschafft, oder? Ich denke. Der Adler ist da und... Den habe ich hier übrigens. Ja, und voller Stolz grinst der Praktikant. Und die Sporen sind auch hier. Vom Herrn Major. Okay. Okay, das war so nicht geplant. Bitte? Was? Sie wollen mir doch nicht sagen, dass wir da jetzt nochmal zurück müssen. Warum immer diese Praktikanten? Oh. Ach scheiße, ich bin ja selber einer. Ja, recht hast du trotzdem. Aber die Jugend von heute. Aber, ja, und jetzt? Was sollte denn sonst geholt werden? Und wo sind die überhaupt her? Das sind vom Herrn Major, die sollten die dann nicht in sollten die dann nicht in der Zeit bleiben, weil er die braucht? Das kann ja nicht sein, dass du die holen solltest. Das ist ein Desaster. Aber Sie haben doch gesagt, die Sporen an den Schuhen. Sollte vielleicht was anderes geholt werden und sie haben sich verhört. Hilft jetzt aber alles nichts, ne? Ich glaube, fix zurück. Nicht schon wieder. Was muss denn tatsächlich geholt werden? Oder wir behalten die Sporen im Depot des Museums. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, was sollte denn anstatt den Sporen geholt werden? Aber dann geht natürlich die Zeitleiste durcheinander. Eben, und wir wissen jetzt gerade nicht, ob vielleicht der dritte Kaiser, der vierte Kaiser oder sowas jetzt gerade in Berlin sitzt und nicht unser Jetzt-Kanzler. Ich glaube, wir sollten diesen Fehler beheben. Das wäre vielleicht gut. Aber ohne ihn. Definitiv. Woher haben Sie die denn? Wo in welchem Gebäude waren Sie denn? Damit wir das wissen, das ist wichtig. Kaserne. Keller. Versammlungsraum der Offiziere. Entschuldigen Sie mich, ich glaube, ich will wieder zurück zum Kaffee kochen. Besser so. Ich koche einen mit für mich. Ich glaube, das ist Zeit, das hier zu trinken, bevor wir wieder weg sind. Okay, also Keller, Kaserne. Versammlungsraum der Offiziere. Wie ist er da überhaupt reingekommen, ohne dass er bemerkt wird? Das will ich gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Vielleicht hat er irgendwen erschlagen. Am Ende haben sie ihn noch bemerkt. Wahrscheinlich hat er deswegen auch so lange gedauert. Praktikanten. Das bin ich ja sogar besser. Das allgemeine Praktikanten-Bashing. Praktikantengesellen. Gleichen. Also merkt man, ihr seid im falschen Gewerbe. Bei mir gibt es sowas wie Praktikanten nicht. So, ich kenne mich in deinem Gewerbe jetzt wohl schlecht aus, ne? Das werden wir aber nicht verhaftet. Das ist natürlich ein guter Konter. So Leute, dann jetzt wieder in die Zeitmaschine. Ja, und zurück in Asting. Auf geht's. Also. Ja. Kann man irgendwie einstellen, dass man woanders landet, irgendwo in der Nähe? Und direkt so. Einfach schon im Kasernenkeller. Hauptsache, wir landen erstmal 1913, oder? Ist das denn schon eingestellt? Ja, eben. Ach, jetzt haben wir den Praktikant wieder weggeschickt, oder nicht? Mhm. Ich pfeife ihm hinterher. Praktikant, komm doch mal her. Einstellen erst. Ich bin da ziemlich abgefuckt, deutlich. Aber das waren doch die Sporen. Das ist mir jetzt egal, Mann. Mach. Hast du vielleicht kopfüber gelesen oder so? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja. der Praktikant stolpert in die Maschine und ihr hört ein Tippen, ein Klackern, ein Rattern von Hebeln. Und ja. Ich gehe hinter ihm her schon mal, weil ich werde nämlich jetzt mein Kostüm wechseln, wenn das geht. Und zwar hätte ich gerne eine preußische Offiziersuniform, allerdings von einem anderen Regiment quasi, irgendwie so, weiß ich nicht, aus Berlin oder so, wenn es das gibt. Ach Berlin, da haben wir auch schon schöne Geschichten erlebt. Die Schränke dieser Zeitmaschine sind mindestens genauso unergründlich wie die Maschine selbst. Ah, ausgezeichnet. Ich glaube, ich lasse meine Kleidung an, wenn ich sie schon anhabe. Ich meine, so renne ich sowieso.
Also du findest da auf jeden Fall eine passende Uniform. Gut. Auch sie wirkt wie für dich maßgeschneidert. Perfekt. Das ist doch schön. Gut, ich würde sagen, alle Mann in die Zeitmaschine festhalten und Kotztüten bereithalten. Hat irgendjemand die Sporen? Nicht, dass wir die am Ende draußen lassen? Ach Gott, ja stimmt. Warte mal, ich renne dem Praktikanten nochmal hin. Ach so, der Praktikant ist ja hier drin. Mhm. Wir brauchen die Sporen. Ja, ich glaube, die habe ich draußen noch fallen lassen. Der Praktikant holt die Sporen. Während er dies tut, fühle ich mich, glaube ich, verpflichtet zu sagen, dass wir unsere Praktikanten natürlich nicht so machen. No Praktikant was harmed. Die Praktikanten sind prima. Ja, total. Gesellen auch. Ja. Während der Erstellung dieses Produkts wurde kein Praktikant verletzt. Zumindest nicht, dass wir es wüssten. Müssen wir einen Abspann schreiben. Müssen wir einen Abspann schreiben. Bitte. Wir haben Abspann? Weiß ich nicht. Wir machen noch rein. Gut. Also, die Sporen werden euch aus zittrigen Händen in eure, nicht ganz so zittrigen hoffentlich, Hände. Und, ja. Auf dem Bildschirm steht wieder 1913. Ist es diesmal ein anderer Tag oder immer noch der Tag der Parade? Sonst könnten wir im Keller ein bisschen Probleme mit den ganzen Soldaten bekommen. Die Soldaten sind ja vermutlich draußen. Ja, aber wenn wir bei der Parade, aber wenn wir an einem anderen Tag da sind. Wenn du mich noch einmal kurz angucken dürftest. Ich habe eine Offiziersuniform. Ja, aber wir nicht. Ja, das ist richtig, aber das kriegen wir schon hin. Wir also am Tag der Parade, ja? Gut. Ja, das ist schön. Was weiß ich, was der Praktikant da eingestellt hat? Da steht nur 19. Mist, der Praktikant. Ja, ich mache die Tür von der Zeitmaschine auf. Es ist ja müßig, hier zu diskutieren. Ich mache sie langsam auf, um zu gucken, ob einer Amerika passiert. Aber wir sind doch noch gar nicht gestartet. Ach so, ja. Ach, ich dachte, wir sind schon los. Nee. Unangestrahlt. Noch nicht. Dann habe ich komplett sinnlos die Tür auf. Ja, ist immer noch 2022. Ich weiß jetzt, wie spät es ist. Wie spät ist es denn? X Uhr. 18.27 Uhr, wenn du es genau wissen willst. Ich würde sagen. Ich stelle meine Uhr nach. Ich würde sagen, dann schneiden wir uns mal wieder alle an. Ja. Schneide ich wieder an. Ist der Praktikant irgendwie auch noch hier drin? Oder ist der schon wieder weg? Der ist wieder weg und okay, überdenkt gut so. Wahrscheinlich gerade seinen Lebensentwurf. Dann drückt ihr den Knopf. Jo. Tun wir. Wenn man einen Knopf in ein solches Spiel einführt, dann wird er immer gedrückt, egal ob es Sinn macht oder nicht. Der Knopf wird gedrückt. Es surrt, es summt, es fährt was hoch, es schüttelt euch, es macht einmal 1913 blinkt auf dem Bildschirm auf. Und nochmal den ganzen Mist. Jo. Ihr steigt aus. Die Zeitmaschine befindet sich an demselben Ort, an der ihr auch auf eurer ersten Reise gestartet seid. Heißt, hier auf dem Gelände der Kaserne, hinten hinter dem Proviantmagazin. Im Interesse dessen, dass keine Zeitparadoxie entstehen, war der Praktikant offenbar clever genug, die Zeitmaschine so einzustellen, dass ihr nicht quasi auf euch selbst von vor ein paar Minuten trefft. Das wäre vielleicht schwierig. Preußens Gloria ist mittlerweile fast durchgespielt. Mhm. Ein sehr, sehr wichtig aussehender Mensch, was sich hauptsächlich an der Buschigkeit seines weißen Bartes und den zahlreichen Bändern und Schleifchen, die er an seinem Frack trägt, sowie der Tatsache, dass sein Zylinder ein wenig höher ist als die aller anderen, scheint sich für irgendwie eine Art Ankündigung oder Rede bereit zu machen. Erkenne ich den Mann? Oder die Frau und Direktor? Du kannst mir einen Wurf machen. Ja, hier Schicht halt, ne? Ja, gerne auch dann mit einem Bonuswürfel. Jo.
Wie gesagt, als Geschichtsstudent ist man mit geschichtlichen Ansichten. Da haben wir sie jetzt. Eine 6 und eine 3. Eine 6 und eine 3. Gut. Also 6 heißt, nicht nur ist der Wurf bestanden, sondern man bekommt tatsächlich noch ein kleines Extra. Das ist quasi eine Art besonders guter Erfolg, der unserem Freund hier gerade geglückt ist. Du schätzt mal, du kannst das Gesicht halt auf die Entfernung nicht wirklich zuordnen, aber so wie er sich gibt, so wie er angezogen ist, schätzt du, dass es ein sehr, sehr wichtiger Mensch ist. Vielleicht ist er irgendwie ein örtlicher Vereinsvorsitzender oder so etwas. Mhm. Du begibst dich, um besser sehen zu können, ein wenig näher heran. Da fällt dir etwas auf. Und zwar auf dem Augenwinkel siehst du eine mögliche Gefahrenquelle. Auf der Kaserne, auf dem Dach, sind Wachposten stationiert. Okay. Stehen wir jetzt? Anhand seiner Schleifchen kannst du ihn übrigens mit einer, sagen wir mal so 99%igen Sicherheit als Vorsitzenden des örtlichen Kriegervereines ausmachen. Mhm. Gut. Seid ihr alle schon raus aus der Maschine? Jo. Ja, okay. Dann teile ich das definitiv der Gruppe mit. Achtung, da oben sind Leute, die uns gegebenenfalls was Böses wollen. Mhm. Wohin gucken die? Kann ich nur ein paar sehen? Es scheinen so eine Handvoll Wachposten oben auf dem Dach der Kaserne zu sein, die halt ein bisschen hin und her patrouillieren und so ein bisschen ein Auge auf den ganzen Platz haben, dass da nicht möglicherweise seltsame Dinge geschehen. Mhm. Okay. Gut, aber sind wir jetzt hinter der Kaserne? Ihr befindet euch jetzt gerade vor der Kaserne sozusagen, vor dem Simeonsplatz, einem relativ großen Acker im Grunde genommen, der mit Rollsplit ausgelegt, der von zahllosen Soldaten, die hier exerziert und paradiert und was weiß ich nicht noch alles gemacht haben, festgetreten ist. Um die gesamte Kasernenanlage hier so ein bisschen, oder ich sollte vielleicht nicht die gesamte Kasernenanlage sagen, die Kaserne steht relativ zentral am Ende des Platzes, die Defensionskaserne, die zugehörigen Gebäude schließen wie eine Art Ring darum. Wie gesagt, der Platz selbst ist vollkommen voll, ihr hört das Gerede und Getuschel in der Menschenmenge. Ihr hört die Blasmusikkapelle immer noch am Scheppern. Die Uhr zeigt 12.30 Uhr, die große Uhr an der Kaserne. Okay, aber dann sollten wir versuchen, uns relativ unauffällig durch die Menge zu schleichen. Vielleicht auch eher am Rand, weil... Genau, eher am Rand, aber zumindest in der Menge untertauchen, damit diese Wachposten auf dem Dach uns nicht so wirklich... sehen. Schnurstracks zur Kaserne. Genau, durchkämpfen Richtung Kaserne. Jetzt müssen wir natürlich wissen, ob die Kaserne, wie das da innen strukturiert ist und ob es vielleicht einen Hintereingang gibt. Mhm. Ich schiele da auf ein großes Buch. bevor in Bücher geschielt wird, du sagtest, du hast dir eine Uniform zugelegt. Wenn ich kurz die Info haben dürfte, welchen Dienstgrad streben wir an mit der Uniform? Ja. Oberleutnant, würde ich sagen. Oberleutnant. Also jetzt nicht Oberst oder Major, sodass ich sagen würde, oh, den müsste man kennen, sondern schon so ein gehobener Dienstgrad, der auch meinem Alter entsprechend, also ich bin 27 im Spiel, also der ist erreichbar. Oberleutnant dürfte drin sein. Ich glaube, wir haben irgendwo im Depot noch so eine Uniform rumliegen. Die Regie kann mal kurz loslaufen. Also, eine Oberstleutnant, jetzt fange ich auch schon so an, ne? Eine Oberleutnantsuniform, die du anhast, das ist einfach nur für mich als mentale Notiz. So, jetzt soll in Bücher geschielt werden, habe ich gehört. Genau. Aber bitte. Wir wollen ja wissen, wie wir reinkommen. Genau. Also würfel ich mit 2. Genau. 5 und 3. Eine 5 und eine 3. Ich würde die 5 nehmen. Stimmt, schließe ich mich an.
Also ich würde ja die 3 nehmen an eurer Stelle, aber wer bin ich schon? Gut, ja, mit einer 3 geht das ohne Probleme. Es kommt natürlich so ein bisschen seltsam, dass da jetzt jemand mitten während der Feiermill in so einem Buch rumblättert. Aber du bist in Gesellschaft eines Uniformierten, eines Offiziers. Da fragt man nicht nach. Man fragt nicht nach. Du findest die Pläne der Kaserne. Was genau möchtest du denn wissen? Ja, wir sind ja auf der Suche nach den Eingängen. Mhm. Und möglichst einen Hintereingang, der nicht sofort sichtbar ist auf dem großen Platz, weil wir haben ja da die ganze Parade laufen. Da können wir uns auf keinen Fall vorne reinschleichen. Also müssen wir hinten oder vielleicht gibt es sogar Seiteneingänge. Das wäre vielleicht noch besser. Wo das Zimmer, in das wir rein wollen, jetzt überhaupt ist. Genau, das ist auch richtig. Richtig, es war die Offiziersversammlungskammer? Richtig, ja, im Keller. Genau. Mhm. Vielleicht auch, ob es Kellerfenster gibt. Mhm, genau. Ja, aber Kellerfenster sind ja meistens sehr klein und auch vergittert. Ja. Sollten wir nach dem Hintereingang gucken, dann kommen wir da schon. Können wir da erstmal schauen. Mhm. Ein Hintereingang. Ein Hintereingang. Gibt es. Das ist gut. Gibt es nicht nur einen, sondern tatsächlich 3. Dann sollten wir uns mal zu einem der 3 begeben und gucken, ob da irgendwas. Vermutlich wieder bewacht. Bevor wir uns wegbegeben, schnappe ich mir aber noch kurz die Sporen, nicht, dass wir die in der Zeitmaschine zurücklassen. Das wollen wir nicht. Weißt du, was wir machen? Ich mache mir die Sporen um meinen Stiefel. Oh, ja, das ist eine sehr gute Idee. Alles passt zusammen. Wir werden richtig kreativ und schlau hier. Aber ich finde, wir schicken dich vor wegen den Posten, weil diesmal wird es nicht so einfach. Jetzt sind wir bei der wirklichen Kaserne und nicht nur bei so Seitengebäuden. Jetzt brauchen wir jemanden, der wirklich aus dem militärischen Kontext kommt. Dann können wir auch nicht mit Handwerker oder irgendwie so Museumsdirektorin. Das läuft da irgendwie nicht. Frauen sowieso nicht. Also ich glaube, wäre besser, du gehst da jetzt voran. Ja, gut, dann werde ich voranschreiten. Wir versuchen natürlich auch zu gehen wie ein professorischer Offizier. Wir schließen uns dem an. Und vielleicht auch so in der Reihenfolge, wie auch so Arbeiter und Leute so einem Offizier folgen. Mhm. Also quasi sowas wie, da ist jetzt irgendwo ein Witz mit wegen Walk like an Egyptian drin, aber er will mir gerade nicht von der Zunge gleiten. Aber du kannst mir mal gerade einen Wurf geben, wie überzeugend du wie ein Preuße gehst. Ich habe ja wiederum Geschichte, das heißt, ich habe mich ja damit auch beschäftigt. Also mit preußischem Militär. Ich als tatsächlich auch im echten Leben Geschichtsstudent merken musste, das ist meistens leider nur theoretisch nützlich, dieses Wissen. Gut, ich versuche einfach zu gehen, als hätte ich diesen Stock hier in mir, um das jetzt genauer nicht eingehen zu wollen. Dann, also ich würde tatsächlich sagen, dafür erstmal nur ein Würfel. Ja. Oh, war das jetzt die 6? Oder war es der 1? 6. Was haben wir? 6. 6. Eine 6. Sehr schön. Okay, das ist jetzt das heißt, du irgendwie schaffst du es, eine überzeugende Figur abzugeben. Ne? Bauch rein, Brust raus, stolz geradeaus. Die Sporen klirren mit jedem genau zackig abgesetzten Schritt. Du siehst, wie die High Society Mindens dir und deiner Entourage Platz macht. Die Herren lupfen leicht die Zylinder. Einige ältere Männer in Uniform, offenbar Veteranen, grüßen tatsächlich. Und ja, du kommst auch an einigen Soldaten in Uniform vorbei. Und ich würde mal einfach sagen, es ist in der 6 noch mit drin, dass du auch dran denkst, die zahlreichen Offiziere, die hier von der Division, der das Regiment unterstellt ist und so weiter und so fort angereist sind. Du denkst dran, dass du die zu grüßen hast, also seine Vorgesetzten. Das funktioniert alles und ihr laviert euch, so einfach das eben ist, durch diese Menschenmenge hindurch. Es dauert natürlich, sich durch so einen großen Pulk zu bewegen.
Und ihr seht schon, wie ja, das Regiment ist hinten schon angetreten. Viel Zeit, würdet ihr schätzen, bleibt euch nicht mehr, bis die Parade beginnt. Ja, dann Beeilung vorwärts hinter die Kaserne. Und zwar im Schnellschritt. Gut, den Schnellschritt kriegt ihr dann auch ohne Drill hin, würde ich mal behaupten. Und ihr tretet hinten hinter die Kaserne. Ich beschreibe noch einmal kurz die Szenerie. Ansonsten, wenn Sie diese Szenerie live sehen wollen, dann kommen Sie einfach mal so, ich glaube, 4. November war die Ausstellung. Mhm. Kommen Sie da einfach mal vorbei zu uns. Dann sehen Sie das Ganze hier quasi einmal in echt sozusagen. Wir können nicht garantieren, ob wir das ohne Zeitreisende hinkriegen, aber wir hoffen mal, dass Sie sie, wenn Sie anwesend sind, während Ihres Besuches nicht bemerken. Hinter der Kaserne befinden sich zunächst einmal einige Stallungen, was du neben der Tatsache, dass da überall Heu und Stroh rumliegt, vor allem am wunderbaren Geruch, der sich in deine Nase oder in euer aller Nasen langsam bewegt, merkst. Im Interesse unserer Zuschauerschaft erspare ich mir jetzt genauere Beschreibungen dieses Geruchs. Ja, nicht für uns. Nee, ich glaube, ich glaube, du kannst dir denken, wie es riecht, wenn da Pferde in so einem Stall rumstehen. Es befindet sich dort noch ein kleineres T-förmiges Gebäude. Das ist die Schmiede. Und hinter der Kaserne seht ihr eine Gruppe von Uniformierten. Von Soldaten. Die Posten oben auf dem Dach, das kann ich vielleicht sagen, scheinen euch übrigens wahrgenommen zu haben. Ich grüße bewusst nach oben. Wir gehören einfach zu ihm. Einer der... Also im Vorbeigehen, denen nicht so jetzt irgendwie ein Habacht oder sowas. Es laufen gerade oben zwei Wachposten übers Dach. Der eine guckt so ein bisschen in die Landschaft herum. Der andere sieht dich, grüßt nach unten. Sehr gut. Mann, es kann so einfach sein. Also von denen würde ich sagen, geht im Moment erstmal keine spontane Gefahr aus. Mhm. Aber da stehen halt jetzt noch 4 Kerls rum. Welche Ränge? Bitte? Welche Ränge? Das sind stinknormale Gefreite. Einfach Mannschafter. Hm? Ja. Die armen Schweine, die man auf so einer wichtigen Feier dazu abstellt, den Hinterhof einer Kaserne zu bewachen, wo es konstant nach Pferd stinkt. Aber ich würde trotzdem sagen, wir bleiben bei der Feiermenge, damit wir so in unserer nicht-militärischen Kleidung nicht auffallen. Genau, der Oberleutnant darf reingehen. Und der Oberleutnant darf mal prüfen, was da für Posten stehen. Und ja, okay. Ich hätte guck jetzt mal, gesagt, wann da vorbeikommt. Ich hätte jetzt gesagt, ihr folgt mir. Ich also nehme meine Spuren ab und versuche sie unauffällig einem von euch zuzustecken. Weil ich nämlich dann auf schnurstracks auf die Mannschaft dazu gehe. Dann würde ich, mach mir mal gerade noch. Das ist immer so das Ding, wenn man solche Tätigkeiten mit so Wörtern wie unauffällig beschreibt, das löst dann dem Spielleiter immer so einen Reflex aus. Ich würde dich bitten, da einmal kurz drauf zu würfeln. Okay. Nur einfach nur, wie unauffällig das genau jetzt abläuft. Oberleutnant Preußen, das ist unauffällig. Das war dein nicht guter Würfel. Ja, ich habe den falschen genommen. Den nicht getrinkten. Der gute Würfel ist der hier. Mir extra markiert. Also, du stellst dich so hin und versuchst, die Spuren da irgendwie abzufummeln. Jetzt stellt sich das Problem, dass in unserer modernen Zeit als Geschichtsstudent, der die meiste Zeit in der Bibliothek oder hinterm Schreibtisch verbringt, man herzlich wenig sich damit beschäftigt, wie genau man denn nun die Sporen an die Stiefel ranzufummeln hat.
viel weniger damit, wie man sie wieder runterzufummeln hat. Oh Gott. Das heißt, du gibst da ein äußerst deines Ranges unwürdiges Bild ab, um es mal so zu formulieren. Ich laufe auch währenddessen rot an. Deine Gesichtsfarbe hat so in etwa die deiner Kragenspiegel erreicht, als sich einer der Mannschafter, die so ein bisschen so... Oh, Scheiße. Dazu musst du doch wohl was sagen, so ein bisschen. Verzeihen Sie, Herr Oberleutnant. Einer kommt auf dich zu. Mhm. Marschiert auf dich zu. Es ist ein etwas jüngerer Bursche, der versucht, sich einen Bart stehen zu lassen. Es gelingt ihm nur so mittelmäßig. Aber die Uniform ist blitzeblank, die Knöpfe blinken, die Stiefel glänzen. Mhm. Es sieht weniger so aus, als stünde er hier zwischen Schmieden und Pferdedreck und mehr als wäre er gerade, als sollte er eigentlich mit da vorne sein. Mhm. Verzeihen Sie, schlägt Jacken zusammen. Kann ich Ihnen zur Hand gehen? Ja, bitte, ich muss diese Sporen loswerden. Es ist irgendwas ist da unten komisch. Die klirren überhaupt nicht mehr. Die scheinen irgendwie defekt. Er nimmt das Gewehr ab. Würden Sie einmal kurz... Gott! vorsichtig. Nicht geladen, aber vorsichtig. So, dann warten Sie mal. Es erfordert gerade sehr viel Gehops auf einem Bein. Gott. An diesem Punkt, vielleicht auch für diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Pen and Paper haben, die vielleicht nur oder die vielleicht schon mal Pen and Paper gespielt, aber noch nicht geleitet haben. Es sind solche Momente, wo man als Spielleiter immer mit der Versuchung kämpfen muss, den Spieler jetzt nicht einen Wurf hineinzudrücken, mit der er sich volle Kanne in den Pferdemist legt, einer Versuchung, die in diesem Moment leider nicht widerstehen kann. Oh nein! Oh Gott. Und da wir noch keine Zeit hatten, das regeltechnisch hier einzuführen und wir natürlich das System so ein bisschen hier noch vorstellen wollen, Bonuswürfel kennt man jetzt schon, jetzt gibt es Maluswürfel. Das heißt, allerdings. Man würfelt wieder mit Zweien und das schlechtere Ergebnis muss genommen werden. Welcher hat vorhin die Zwei gemacht? Der hier, ne? Ja. Okay, dann nehmen wir mal ihn und ihn. Oh, was kommt jetzt? Bitte. Oh. Was haben wir? Zwei und drei. Zwei und drei. Das gibt Zauberer. Das ist ganz schwierig. Dann nehmen wir einmal die zwei und sagen, dass du es, ich sag mal so, im Alleingang hättest du es wahrscheinlich noch geschafft, irgendwie auf einem Bein das Gleichgewicht zu halten. Dadurch, dass dir der werte Herr Gefreit da jetzt aber an deinen Sporen herumfummelt, wird das ungleich schwieriger. Ja. Fallo und setz mich in den Pferdemist, würde ich sagen. Du setzt dich in den Pferdemist. Also ich würde ja jetzt was dazu sagen, aber ich glaube, dann gerate ich in großen Ärger. Der hat dich umgeschubst. Ich glaube, dann gerate ich in großen Ärger. Besser nicht. Ja, ich bleibe sitzen, mache mir auf unwürdigste Art und Weise die Sporen ab. Und stehe wieder auf. Ich habe immer noch dieses komische Gewehr in der Hand. Das würde ich jetzt diesem Gefreiten da wieder zurückgeben. Der weiß gerade nicht so recht, was er jetzt genau tun soll in dieser Situation. Okay. Helfen Sie ihm doch, helfen Sie ihm doch mal auf. Ich hole meine... verzeihen Sie. Geht es Ihnen, Herr... Hole meine Taschenuhr raus, versuche meine Unsicherheit zu überspielen und sage, wenn Sie jetzt doch weiter dienen wollen, dann bringen Sie mich jetzt innerhalb von 5 Minuten zu irgendeiner Stelle, wo ich mich waschen kann. Ja. Bin deutlich unsicher. Aufhelfen wäre auch eine gute Idee. Ja, ich stehe ja schon. Ja, okay. Ja,
Gewiss. Also ich darf meinen Posten leider nicht verlassen. Sie wissen... Ich erkläre mich jetzt zum Vorgesetzten in einer besonderen Situation. ja, die Waschküche. Waschküche. Kommen Sie einfach mit. Jawohl. Dürfte ich? Bitte, bitte. Die ganze Zeit das Gewicht. Und folgen wir einfach so ganz selbstverständlich oder bleiben wir stehen? Ich würde sagen, wenn wir eins treffen, könnten wir eigentlich hier bleiben. Wir sind ja aber auch unter Zeitdruck. Bis er sich abwäscht, kommen wir gar nicht mehr in den Keller. Ich sage euch beiden, gucke ich an und sage, mitkommen. Okay. Gut. Okay, das heißt, wir beide bleiben hier. Okay. Ja. Erstmal draußen gucken, ob noch was passiert. Ja. Macht euch nicht zu auffällig. Es ist natürlich eine super Gelegenheit, ins Gebäude reinzukommen. Insofern war das ein guter Trick mit dem Waschen. Gute Sache. Wenn man ins Waschgebäude geht. Ja, aber die Sporen sollen ja nicht ins Waschgebäude. Die Sporen hatte. Achso. Hatte ich, ja. Achso, ja, okay. Die Sporen ich nehme dir die mal so ganz schnell aus der Hand und packe sie. Wer kommt ja mit? Achtung. Euch beiden quasi signalisiert, dass ihr mir folgen sollt. Also, wenn wir drei ins Waschgebäude gehen, dann bleiben wir beide hier. Waschküche? Ja, das Waschgebäude ist ja nochmal daneben. Ich bin gerade verwirrt, wer alles hinkommt. Oder nicht? Ja, aber. Es gibt ja direkt die Wäscherei so auch. Oder ist ja, aber die Waschküche, also die Wäscherei ist ja nur für Klamotten. Wir jetzt hin? Es geht um eine Waschgelegenheit und die ist in der Kaserne. Ja, wunderbar. Okay. Wer kommt jetzt überhaupt alles mit? Ich bin gerade verwirrt. Do ihr beide. Und Do. Ach so. Ja, so. Gut. Eddie und Jean-Pierre. Nein, das ist Maurice. Frederik, bitteschön. Moriarty. Der Nachname darf nicht vernachlässigt werden. Sicherlich. Gut, wir bleiben da ja. Und vergnügen uns weiterhin mit diesen. Wir, Mannschaften. Die drei übrigen Mannschafter, also die wissen jetzt auch nicht so genau, was die da jetzt eigentlich machen wollen. Es steht auch nirgendwo in den Vorschriften, was passiert, wenn sich ein Vorgesetzter in den Pferdemist legt. Neue Regel, so nicht vorgesehen, obwohl sehr viel vorgesehen ist. Das Lücken muss man unbedingt füllen. Das stimmt. Mhm. Ja. An der Stelle, das können wir jetzt auch nicht quellenkritisch rekonstruieren, die Situation. Das heißt, sie gucken halt, wie man... Also stellt euch mal vor, eure Chefin würden sich den auf dem Pferdebiss legen. So etwa schauen die Soldaten, die gucken euch beiden an. Ja, ich beschreibe mal kurz die drei Soldaten, die dort stehen. Zwei von denen sind schon etwas älter. Der eine noch sehr jung, dessen Strammstehen ist bewusst, ich sag mal, er steht bewusst sehr viel strammer, als man es eigentlich auch beim Strammstehen unbedingt machen müsste. Man kann jetzt vermuten, ob er damit irgendwelche Unsicherheiten überspielen will. Ich vermute mal. Die anderen beiden hingegen, einer noch, die qualmende Zigarette im Mund, sind von ihrer Körperhaltung her ein bisschen entspannter. Ja. Also, wenn Sie sich setzen wollen, wir haben ein paar Kisten da hinten. Das Karl und ich am Kartenspielen waren, müssen Sie ja keinem sagen. Ne? Ja, aber wir wollen natürlich nicht zu weit weg. Ne? Wir wollen uns da jetzt nicht weglocken lassen, weil wir hoffen ja, dass die anderen drei relativ schnell wieder rauskommen. Also die Kisten befinden sich taktisch klug platziert, sodass man sie, nehmen wir mal an, man wäre jetzt Offizier und würde an der Straße vorbeigehen. Man sieht nicht direkt den Kartenspielplatz, der dort eingerichtet wurde. Aber hinter dieser Schmiede ist er relativ nahe noch an der Kaserne dran, vielleicht 2-3 Minuten laufenden Schrittes. Okay. Ich hole erstmal eine eigene Zigarette raus. Ich zieh die an. Halt so die Packung der anderen hin. Hm. Der eine von den älteren Soldaten nimmt. Danke. Feuer.
Oh, wenn du schon so fragen. Wenn du jetzt ein Feuerzeug dabei gehabt hättest. Schmeckt seltsam. Ja. Zum Marlboro. Oder eine andere moderne Zigarettenmarke. Keine Markennamen, das gibt nur wieder irgendwelche... Verwirrung. Nie etwas sehr Gleiches gesagt. Das ist Malbono? Also, möchtet ihr noch irgendetwas tun oder seid ihr zufrieden damit, euch erstmal dahin zu stellen oder hinzusetzen? Genau. Wir rauchen erstmal da. Genau. Ich frage, ob die mir eine anbieten, natürlich. Ne? Das müsste man noch rausfinden. Frau, die raucht? Ja. Ich würde das natürlich tun. Wie doll ist dein Blick, der sagt, gibst du mir auch eine? Warte mal. Ich packe meine Zigarettenspitze aus und dann reicht mir automatisch. Durch dein selbstbewusstes Auftreten. Genau, mit meinem selbstbewussten Auftreten kann ich das so locker aus der Tasche ziehen, dass es selbstverständlich ist, dass mir auf jeden Fall diese Zigarette gereicht wird. Gut. Also das wäre dann ein Fall, wo... Wie gesagt, noch einmal für die Zuschauerschaft, auf diesen Charakterbögen sind gewissermaßen Spielwerte festgelegt, die dann beeinflussen, wie gut oder schlecht unsere Leute hier in gewissen Spielsituationen sind. Ich denke mal, dadurch, dass dein Charakter die Sonderfähigkeit sehr selbstbewusstes Auftreten hat, lassen wir jetzt auch mal einen Probewurf weg und du holst einfach die... Ja, Spitze raus und du sagst kein Wort, du guckst sie auch nicht an. Klar. Dir wird deine Zigarre. Etwas zögerlich, etwas nach dem Motto, eine der beiden etwas älteren Soldaten guckt so ein bisschen. Frauen? Aber der andere wirft einen Blick so nach dem Motto. Da darf ich Ihnen Feuer anbieten, werte Dame. Mhm. Sehr gerne, sehr gerne. In diesem Sinne nochmal ein Public Service Announcement. Das LWL Preuß Museum unterstützt nicht das Rauchen. Wir weisen darauf hin, Rauchen kann tödlich sein. Lassen Sie nach Möglichkeit die Finger davon. So, ist das jetzt klar mit der... Public Relations Abteilung? Gut. gut. Dann weiter im Text. Ihr seht von drinnen vielleicht noch so leichte Rauchwolken aufsteigen. Ihr betretet mit dem sichtlich noch leicht mit dieser Situation überforderten jungen Gefreiten die Defensionskaserne. Lauft über schwere, hallende Dielenböden. Und ihr seht, wie etwas weiter hinten den Flur runter, der Flur selbst ist ja, ein Kasernenflur, wie man sich ihn eben so vorstellt. Ne? Es gibt direkt hinter euch ein Treppenhaus, an der anderen Seite des Flures ebenfalls noch eines. Den Flur entlang sind die Stuben der Soldaten. Die Wände sind offenbar von einigen der hier stationierten Soldaten, die etwas künstlerischer befähigt waren, mit einigen Motiven versehen, die, ich sag mal, für das moderne Auge wahrscheinlich unfassbar kitschig und mit einem sehr, sehr großen Fokus auf irgendwelches Federvieh behaftet sind. Ebenfalls seht ihr, wie hinten in der Kaserne, hinten im Kasernenflur, zwei weitere uniformierte Soldaten Patrouille laufen offenbar, die jetzt natürlich ein wenig erstaunt gucken, als da so eine seltsame Gefolgschaft in die Kaserne platzt.
Einer von denen ist jung. Paul, was genau ist, Herr Oberleutnant, ich möchte Sie darauf hinweisen, das Betreten ist eigentlich, Guter Mann, ich werde so langsam ungeduldig. Ich habe mich eben auf den Boden gesetzt, unfreiwilligerweise, und es ist jetzt zwingend notwendig, dass ich mich endlich reinigen kann und bitte, dieses Vorgehen nicht aufzuhalten, weitermachen. Ich lass mich mal gerade kurz noch einen anderen Wurf machen. So wie die Spielercharaktere hier ihre Würfelproben machen, kann es natürlich auch sein, dass manchmal ein Nicht-Spielercharakter zu einer Probe gezwungen wird. In diesem Fall versucht der Kamerad des dort stehenden Soldaten gerade krampfhaft seinen Lachreiz zu unterdrücken. was ihm nur so mittelmäßig... Der jetzt anfängt zu lachen. Was ihm nur so mittelmäßig gelingt. Ich kriege einen hochroten Kopf. Wieder mal hochroten. Versuche das als Wut durchgehen zu lassen. Und schreie einmal über den Flur, der da so schön hallt. Mhm. Das muss man übrigens mal erlebt haben hier. Also komm vorbei. Schreie durch den Flur, Achtung! Und erwarte, dass beide in entsprechend Habacht gehen. Mach mal einen Wurf da drauf, bitte. Einfach nur, wie überzeugend du gerade in dieser Situation diesen. Gerne mit einem Bonuswürfel, die Uniform hilft. Ach ja? Ja, stimmt. Den Pferdegeruch ziehe ich dir jetzt mal. Oh nein! Oh. Eins und eins. Doppel-Eins. Eins und eins. Auch hier wieder keine Werbung, das ist reiner Zufall. Nicht irgendwie... Ach so, jetzt habe ich gar nicht verstanden. Ach nee. Ich sag mal so, das... Achtung! Gelingt dir relativ überzeugend. Die Soldaten... schnappen kurz zusammen. Der eine guckt dir so auf dein Regimentsabzeichen. Du sagtest vorhin ein Berliner Regiment, ne? Ja. Oh nein. Oh, was hast du falsch gemacht? Ja, ja, jetzt wird der Herr Spielleiter mir irgendwas Böses sagen. Oh, oh. Verzeih Sie, Herr. Nicht, dass es mir zusteht, zu fragen, Herr, aber. Und. Du siehst, wie er so ein wenig den Griff der Hand am Gewehr verschiebt. Mhm. Was möchten Sie, Herr Gefreiter? Ich finde es schön, wie der erste Impuls in diesem Fall ist zu einem stumpfen Schlagobjekt. Vor allem, wenn die mit zwei Gewehren vor uns stehen. Also. Freigewehren, der andere ist ja auch noch da. Der ist ja auch noch da. Wie heißt das? Supersonic. Wie heißt das so schön? Der fällt immer gar nicht auf. Der Stift ist ja irgendwie mächtiger als. Egal. aber sagen Sie, Herr Oberleutnant, mir war gar nicht bewusst, dass wir Gäste aus Berlin hier haben. Glauben Sie wirklich, dass einem Gefreiten das mitgeteilt wird, welche Gäste jetzt genau zu diesem Fest eingeladen sind? Ich bitte Sie, dass Sie mich nicht weiter aufhalten und mich endlich reinigen lassen. Bitte Sie um Entschuldigung, Herr Oberleutnant. Allerdings ist mir und meinem Trupp die Sicherung dieser Kaserne in Auftrag gegeben worden. Wir haben eine relativ genaue Anweisung bekommen, welche Besucher wir zulassen können. Und Mitglieder eines Berliner Regiments sind auf dieser Liste nicht verzeichnet gewesen. Noch wüsste ich, dass solche heute erwartet werden. Muss auf den Notfall bestehen. Ja, das Problem. Ich muss ihm jetzt verklickern, warum ich da bin, weil sonst lässt er hier gar nichts mehr weiterlaufen. Kurzfristige Einladung. Du bist einfach so in der Stadt. Ich wurde kurzfristig vom Herrn... welche... Höhenränge, Majorsränge oder sowas hatten wir hier in der Kaserne zu der Zeit. Da würfelst du mir jetzt bitte erst einmal. Da sind die beiden Einsen, dann nehme ich mal die beiden. Bevor wir mit sowas hier anfangen, müssen wir erstmal schauen. Fünf. Fünf und drei. Okay.
Wie gesagt, wurde vom Herrn. Stift ist wichtiger, Stift ist mächtiger, ja, wie das Schwert. Also, wenn du dich nicht komplett täuschst, dann müsste hier gerade ein Major das Regiment, was hier in dieser Kaserne stationiert ist, kommandieren. Okay. Ich wurde vom Herrn Major explizit eingeladen, da es sich um einen Freund meiner Familie handelt. Ich weiß nicht, wann diese Listen erstellt wurden und offensichtlich war es zu kurzfristig, um meine Einladung noch mit aufzunehmen. Ich bin rechtmäßig hier. Jetzt lassen Sie mich durch, Mann! Wurf. Dank des Erfolges, der dir das Wissen bescherte, dass hier welcher Dienstgrad hier ist und das in Kombination mit der trotzdem nach Pferdemist riechenden immer noch ein bisschen ein Maß an Respekt einflößenden, zumindest gegenüber dem gemeinen Gefreiten Uniform, würde ich dir einen Bonuswürfel noch gestatten für diesen Überzeugungswurf. Aber der muss jetzt sitzen. Komm, das schaffst du. Ansonsten fliegen die hier raus. Ansonsten, oder die verhaften uns oder so. Ansonsten sitzt du, und zwar draußen. Fünf. Oh Gott. Das war sehr knapp. Nun gut, Herr Oberleutnant, dann. Aber ich müsste Sie dann bitten, nachdem Sie sich gereinigt haben, das Gebäude wieder zu verlassen. Werde ich umgehend tun. Jawohl. Dann bitte verzeihen Sie die Störung, aber wir sind angewiesen, durch den Herrn Major hier dafür zu sorgen, dass alles ordentlich ist. Und wenn des Herrn Major Befehle nicht bis ins kleinste Detail mit der höchsten Effizienz ausgeführt werden, dann wird Herr Major stinkiger, als Ihre Uniform es soeben ist. Bitte um Verzeihung, Herr Oberleutnant. Sie tun nur Ihre Pflicht, Soldat. Ich salutiere. Er grüßt zurück und nickt und dann setzen wir unseren Patrouillengang fort. Sehr wohl. Jawohl. Und wir laufen weiter hinter diesem Paul hinterher. Er führt euch auf eine Stube. Das hier ist das nächste, Herr Oberleutnant, meine eigene Stube. Es ist die dritte Tür im Flur. Eine Waschschale befindet sich dort, Wasser ist frisch, Seife ebenfalls da. Reicht Ihnen das? Seife ist da? Eigentlich ist alles da, was du brauchst. Nee. Holen Sie mir bitte noch einen Schrubber, damit ich ein bisschen vernünftiger die Uniform reiben kann. Mit Finger und Seife kann ich hier nicht weit kommen. Ja, gewiss. Das stimmt. Tacken schlagen und ja. Macht kehrt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Zigaretten wahrscheinlich aufgeraucht. Und ihr seht draußen nur, wie zügigen Schrittes der junge Herr Gefreite da hinausgeeilt kommt. Ein Schrubber für den Herrn Leutnant. Die übrigen Soldaten gucken sich ein bisschen an und verweisen auf die Stelle. möchtet ihr noch irgendetwas tun, die ihr da draußen sitzt? Oh. Und Karten? Naja, vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass er nicht so schnell da wieder reinkommt, damit die anderen ein bisschen Zeit haben. Mega smart. Wir müssen also dafür sorgen, dass er nicht so schnell seinen Schrubber findet. Oder? Stellt ihm ein Bein, damit er auch in den. Ja, probier's. Wobei, dann kommt er wahrscheinlich noch schneller drauf wieder auf Stuhl. Ja. Wir laden ihn ein, eine Runde Skat zu spielen. Ja, wenn er wieder ins Verweichen kommt. Auch Runde Karten. Ich muss Schrubber, der Herr Leutnant, die Stiefel, die Pferdescheiße, ich meine, bitte Verzeihung. Was hier auf der Hose? Bitte? Das sind nicht die Hose und nicht die Stiefel. Alles. Ja, aber ich glaube dann, Schrubber für die Pferde ist doch auch nicht die gute Idee.
Dann stinkt's nicht nach Pferdescheiße, sondern nach Pferd. Hm. Weißt du was, das ist ein so gutes Argument, dass du mir mal einen Überzeugungswurf gerade bitte gibst. Oh, okay. Richtig gut. Boah. Krieg ich, weil ich eine praktisch veranlagte Person bin. Auch dies ist ein üblicher Teil des Pen and Papers. Wann immer mit einem der gemeine Pen and Paper Spielende wird, so er mit einer Probe konfrontiert, die möglicherweise relevant sein könnte, versuchen, sich sämtlichen, nur erdenklichen Vorteil, den er sich an den Haaren herbeiziehen kann, vom Spielleitenden zu erschleichen. Ich habe einen Schraubenzieher dabei, ich kann ihn überzeugen. Ja, ich steche mit dem Schraubenzieher. Hey. Wir sind heute gnädig, es gucken ja Leute zu. Nein. Oh Mann. Eins und eins. Eins und eins. Er kommt noch schneller zurück, weißt du? Ja, das ist jetzt Mist. Nee, das auf der Pferde Hose. Um genau zu sein, ja. Aber ja. Der Herr Leutnant hat nach Schrubber verlangt und schnell und ich... Wollte ich in die Waschküche? Ja, wenn ich wieder da bin, gerne eine Runde Karten, aber jetzt erstmal nicht. Und er stürmt davon. Richtung Waschküche oder Richtung Stelle? Wieder Richtung, mit dem Schrubber in der Hand. Zu uns Richtung wahrscheinlich. Richtung Kaserne. Ja. Okay, schade. Ich wäre dafür, dass wir uns in der Zwischenzeit so ein bisschen wegschleichen. Zumindest einer von uns. Wir könnten auch beide wegschleichen. Wahrscheinlich würde dem gar nicht auffallen, wenn wir fehlen. Der hat nur der ist ja Soldat, der ist ja dafür zuständig, dass es hier läuft. Ja, aber der ist der hat ja mitgekriegt, dass zwei Leute... Ich könnte ihn vielleicht überzeugen, dass einer nur mit reingekommen ist. Der ist doch völlig verpeilt gerade, wegen Stress und Durcheinander. Der ist komplett nervös, der hat Angst, dass er hier von seinem Vorgesetzten... Vielleicht nur einer. Ich würde halt sagen, dass er als hier schleichen und so weiter, hinterlistig... Und dass du dich jetzt einfach in den Keller stiehlst. Das menschgewordene Schleichen, ja. Ja, One-Trick-Pony, was willst du? Nein, Quatsch. Nee, ich glaube, du hast auf jeden Fall Talente, wo du dann im Zweifel mit agieren könntest. Und dass wir uns hier beide so tun, beziehungsweise aktiv die sauer machen, weil sonst muss ich das in der Zukunft machen. Also die Uniform gehört schon dem Museum, das müssen wir an der Stelle mal festhalten. Ja, in der Zukunft kannst du die Frau Direktorin mir vorhin nicht schon den Schädel eingeschlagen hat. Dann schleichst du dich jetzt am besten ganz schnell weg, während wir hier stellen. Die Spuren habe ich auch noch. Genau, das wäre die Frage. Okay, gut. Ja, dann schleiche ich mich vorsichtig aus der Tür und sind raus. Gib mir mal einen Würfel. Oder mit zweien, du warst ja hinterlistig, ne? Ich bin hinterlistig und Schleichen ist meine Stärke. Gut, dann. dann gerne mit zweien. Wie stark du dich an den zwei Wachsoldaten, die da immer noch im Gang Patrouille stehen, vorbeischleichst. Vier und eins. Dann nehmen wir doch mal vielleicht die vier, ne? Mhm, würde ich sagen. Mhm. Gut, das heißt, gerade so eben noch durchgekommen, aber eben auch nur so eben. Und knapp vorbei ist auch daneben, oder so ähnlich. du schleichst dich tatsächlich flink wie ein Wiesel, nur etwas besser riechend, an den beiden Soldaten vorbei, die gerade den Flur hinunter patrouillieren, dir mit dem Rücken zugewandt. Du siehst deine Gelegenheit und... die schweren Eichenbohlen, die du natürlich mittlerweile zur Kenntnis genommen hast, einberechnend mit leisen Schritten hinunter in den Keller. Wo dir eine Waschfrau entgegenläuft, mit mehreren Hemden vor der Brust. Sie guckt dich an. Warte darauf, dass du etwas sagst. Das ist alles nur eine Illusion. Ich bin gar nicht da. Ich bin ein Geist. Huhu. Ja, schönen guten Tag. Tag. Ich muss hier sein. Meine Klamotten sind dreckig geworden. Ich muss aus der Kammer meine neuen holen. Du hast die Sporen dabei. Entschuldigung. Ich habe hier die Sporen für den Offizier dabei. Die müssen ganz dringend in seine Kammer. Wenn er die jetzt nicht bekommt, dann ist hier die Hölle los. Und dann sind, wenn Sie mich jetzt auffallen, sind Sie dafür verantwortlich. Drei verschiedene Argumente einfach mal in einen reingepackt. Die Mischung macht's. Einfach einmal rausballern, irgendwas wird Sie schon überzeugen. Leider wird das nicht ohne einen Wurf abgehen, fürchte ich.
Hilft mir das, dass ich hinterlistig bin? Weil ich habe ja Erfahrung, so Leute hinters Licht zu führen. Oh, jetzt durch das Wort hinters Licht führen hast du es. Es war so ein schlechtes Wortspiel, dass ich fast schon geneigt bin, ihn dir zu geben. Ja. Sechs und vier. Ja, Mann. So nämlich. Wenigstens schafft es einer. Da die 6, wie gesagt, ein besonders durchschlagender Erfolg ist, überhört sie jetzt, dass du den Offizier offensichtlich falsch angesprochen hast. Worauf man jetzt drauf schließen könnte, dass du keine Ahnung hast, wer hier eigentlich in der Kaserne das Sagen hat und dementsprechend auch nicht unbedingt hier hingehörst. Aber sie guckt dich an und sagt, ja, okay, ich kann Ihnen da gerade auch nicht helfen. Ich habe selber was zu tun. Wenn Sie keinen Schlüssel haben, dann für die Versammlungskammer tut es mir leid. Ich müsste hier einmal kurz vorbei. Dürfte ich? Noch eine ganz kurze Frage. Können Sie mir kurz zeigen, wo die Versammlungskammer ist? Das wurde mir nicht gesagt. Es ist sehr in Eile. Typisch Herr Major. Typisch Herr Major. Alles immer in Eile, aber nichts richtig. Hat der das jetzt gehört? Guck mal, sehen Sie, die Hälfte von den Hemden ist wieder von ihm, weil er natürlich wieder in Eile, aber nicht richtig alles. Sehen Sie sich diese Flecken an. Die muss ich jetzt in den nächsten 5 Minuten da rauskriegen. Und den Schlüssel für die Kammer hat er mir auch nicht gegeben. Also, die Versammlungskammer ist direkt da, die zweite Tür auf der rechten Seite. Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss noch zur Wäschekammer. Ja, vielen Dank. Viel Erfolg. Ihnen auch. Ihnen auch, Sie werden es brauchen. Und sie zieht hinfort. Du bist ein wenig erstaunt, dass sie den gewaltigen Stapel an Wäsche so hindurchwuchtet durch die Flure, ohne dass da ihr hinten und vorne alles runterfällt. Du stehst im Flur. Ja, ich schaue mich vorsichtig um, ob noch jemand da ist. Also, du hörst zunächst mal ein Zischen und ein Blubbern. Klingt fast nach Küche, riecht auch so. Dass aus einer geöffneten Tür etwas weiter in den Gang hinunterkommt. Und du siehst tatsächlich, wie jemand auf dich zugestraxt kommt. Ein junger Bursche in Uniform. Offenbar ein Bursche. Kann ich Ihnen helfen? Ach nee, alles in bester Ordnung. Ich muss nur kurz diese Sporen dem Herrn Major in die Offizierskammer bringen. Die Sporen des Herrn Major sind aber schon in der Offizierskammer. Ich habe sie selber heute Morgen dahin gebracht. Da müssen Sie sich geirrt haben. Also ich habe sie doch an seinen Stiefeln dahin gebracht, da bin ich mir ganz sicher. Ja, dann erklären Sie mir, was das hier für Sporen sind. Den Spieß jetzt. Hinterlistig lebst du aber echt auch. Jetzt schon das halbe Museum der geräumt in Deutschland. Besieht sich die Sporen einmal. Tatsache, aber wo haben Sie die denn her? Entschuldigung. Das fragen Sie mich? Ja, das frage ich soll die nur hier hinbringen. Die wurden mir gegeben. Von wem denn? Von dem Burschen des Herrn Major. Aber ich bin der Bursche des Herrn Major. Der hat mir dann die Spuren gegeben. Aber Sie erkennen sie doch wieder. Es sind doch die Sporen des Herrn Major. Ich schätze mal. Ich meine, Sporen sehen jetzt alle recht ähnlich aus. Aber ich bin mir sicher, dass ich sie heute Morgen habe. Hier bin ich sie heute Morgen nicht da. Wer sind Sie denn überhaupt? Was...
Sind Sie Zivilist? Ich bin Reservist. Ich habe gedient, aber ich bin ein guter Freund des Herrn Major. Wir sind früher zusammen unterwegs gewesen. Ich komme aus der Ferne. Oh, hab ich damals geredet. Unbekannte Mann. Ich erkenne schon an, dass mit Hinterlist du da vielleicht einen Bonuswürfel drauf kriegen müsstest, da das Argument, was du gerade gewählt hast, nur so mittelmäßig schlagkräftig ist. Gibt es für das Encounter einen Malus, das heißt, Bonuswürfel, Maluswürfel gleicht sich aus, das heißt, es ist ein Würfel. Komm schon. Wer nun entscheidet über Gedeih und Verderb. Zwei. Oh mein Gott. Das ist das Spaßige an diesem Job. Ich glaube, wir haben unseren Meisterlieb verloren. Ja, es ist doch nur ein Bursche-Ding. Ja, aber der ist auch halt Militär. Also, ja, vor allem, der muss einem jetzt rufen. Der hat. Also. Was reden Sie denn da überhaupt? Geben Sie mir die Sporen. Und dann verlassen Sie dieses Gebäude, bevor ich die Wachen rufen lasse. Wenn Sie sicher gehen, dass... Du hörst nur aus der Küche. Ferdinand, ist alles in Ordnung? Ja, Sie können die Sporen gern haben, solange Sie nur beim Herrn Major landen. Er nimmt die Sporen ab. Ich habe sie doch heute Morgen dahingelegt. Jeder kann sich mal täuschen und gehe die Treppe hoch. Moment mal. Sie sind hier unbefugt, oder? Ich renne. Was? Alarm! Alarm! Die Stube hat ein Fenster, ne? Schön am Hose schrubben. Ich springe in Unterbekleidung. Der kennt uns oben beide ja nicht. Auf der Stube und auch draußen durch die Kellerfenster hört ihr die Alarmrufe. Die Soldaten draußen springen sofort auf, Gewehr bei Fuß. Ich schmeiße mir meine Uniform wieder über, die wahrscheinlich noch ziemlich nass ist. Ziehe meinen Paradedegen und tue so, als würde ich jetzt auch auf Alarm gehen. Und mich umgucken, was ist los? Das tust du. Ich würde bitten, einmal kurz zur besseren Verdeutlichung der Szenerie für unsere Zuschauerschaft. Wie reagieren die anderen Charaktere darauf, dass gerade Alarm ausgelöst wurde? Also ich meine... Kann man kaum drauf reagieren, oder? Also was, na, weiß ich nicht, ihr könnt... Wolltest du gerade deine Karten von mir so... Ja, ich habe gewonnen. Die Soldaten draußen sind relativ rasch mit dem Gewehr bei der Hand und sie... Das geschieht jetzt alles mehr oder weniger in Sekundenbruchteilen. Sie schauen natürlich schon erstmal Richtung Kaserne, weil sie vermuten, dass von dort der Alarm kommt. Und ja, was heißt vermuten? Von dort kommt der Alarm. Das heißt, steht zu vermuten, dass was auch immer den Alarm ausgelöst hat, in der Kaserne sich befindet. Der jüngere der beiden Soldaten dreht sich aber so ein bisschen zu euch um. Bevor wir das auflösen, was tut Eddie? Du bist noch mit unserem Oberleutnant in Spee auf der Stube, ne? Also ich meine, ich reagiere natürlich sehr überrascht. Weiß ich nicht, ich stehe so ein bisschen geschockt so daneben, aber da ich ja trotzdem noch zu unserem Leutnant hier gehöre, bleib ich einfach mal an Ort und Stelle und mache gar nichts. Mhm. Stellt sich hinter mich erstmal. Ja, das ist auch eine gute Idee. Gut. Ich denke, wir müssen jetzt nicht unbedingt beschreiben, was unser guter Freund der Kunstdieb hier tut. Sie, liebe Zuschauer an den Empfangsgeräten, werden es sich wahrscheinlich auch schon denken können. Ich vermute mal, er rennt.
Ja. Ich sehe so einen Streifen über den Flur. So, dann werden jetzt geschehen mehrere Dinge gleichzeitig. Zusätzlich zu den Soldaten draußen, die, wie gesagt, das tun, was wir eben beschrieben haben, gibt es natürlich noch die zwei Wachsoldaten, die im Erdgeschoss der Kaserne patrouillieren, die auf den Alarmruf natürlich nur so mittelmäßig entspannt reagieren und dementsprechend sich umdrehen, die Gewehre schon bereit. Und jetzt möchte ich wissen, wie schnell du da... Oh Gott, oh nein. Du gibst mir jetzt bitte einen Wurf, um zu sehen, ob du es schaffst, da rauszugehen, da rauszuflitzen, die Treppe hoch und wohin auch immer du flitzen möchtest, bevor auf dich angelegt wird. Also ich bin ja sportlich, ne? Das ist ganz wichtig. Nimm den Bonuswürfel. Ja, ich brauche ihn auch. Ja. 5 und 5. 5 und 5. Das heißt, wo möchtest du hinflitzen? Verstecken. Wo möchte ich hinflitzen? Verstecken und hoffen, nicht gefunden zu werden. Sind Fenster offen? Sehe ich offene Fenster? Also da es eine 5 ist, bin ich jetzt mal nicht so gemein und sage dir, dass die Soldaten die Türe hinter sich wieder geschlossen haben, als der Herr Oberleutnant mit Entourage die Kaserne betreten hat. Das heißt, die Tür ist offen, da kannst du durch. Dann nehme ich die Füße in die Hand und durch die Tür. Ich möchte, dass Sie, werte Zuschauer, sich das auch gerade einmal kurz vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen da so am Ende des Ganges. Soeben ist ein Alarm ausgerufen worden. Sie sehen einen schwarzen Blitz, der da einmal kurz oh nein. am Flurende entlang donnert. Und bevor Sie überhaupt mit Ihrem Gewehr im Anschlag sind, ist er schon wieder weg. Ach so, Sie sind nicht im Anschlag. Wir stehen ja auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges oder stehen wir hinter den Wachen? Ja, sonst hätten die einfach auf mich geschossen. Und auf uns. Nee, wir stehen ja in einer dieser Kammern. Oh nein. Oh Gott. Warum sage ich denn sowas? Warum spreche ich mir das nicht? Das musst du jetzt wissen, warum du sowas sagst. Ich? Worauf muss er denn würfeln? Ob auf uns geschossen wird. Ihr habt einen Bonus? Ja, also. Deine Uniform. Ich bin dünn und schmächtig. Kann ich. Das ist die Wahrscheinlichkeit größer. Wenn wir geschossen werden, das macht jetzt keinen Sinn. Naja. Gut, die würden ja nicht auf den Offizier schießen. Sie würden nicht unbedingt. Nein, stimmt. Er muss nicht würfeln. Die Soldaten müssen jetzt gucken, ob sie geschult genug sind, um das zu erkennen. Mal, dass wir unseren Geschichtsstudenten nicht verlieren. Ja, jetzt ist es nämlich an dem Punkt angekommen. Also, sind wir hierher gekommen? Ja. Das ist nicht gut. Das ist gar das preußische. Das preußische Militär genießt natürlich eine Ausbildung, eine recht rigorose Ausbildung. Schießübungen sind da natürlich in der Tagesordnung. Das heißt, man ist auch durchaus in der Lage, sehr akkurat zu schießen. Das Jahr 1913, zu diesem Zeitpunkt ist die Waffentechnologie relativ weit fortgeschritten. Gewehre sind überaus präzise. Gott sei Dank ist die Ausbildung gut genug, dass die Soldaten noch nicht den Finger an den Abzug legen, denn so schnell schießen die Preußen nicht. Glück gehabt. Glück gehabt. Sehr großes Glück gehabt. Bis nach der Situation war es. Ja. Warum hast du das befindest dich gesagt? Genau. Auf dem Hinterhof läufst gerade einem jetzt noch deutlich mehr von der Situation überforderten jungen Gefreiten mit Pferdeschrubber in der Hand. Ach, den gibt's ja auch noch. Oh Gott. Stimmt, da war ja was. Der Spielleiter vergisst nicht. Weil er sich alles da eile ich jetzt sofort zu ihm und sage diesem Schrubbertypen, er soll bitte sofort da reingehen, weil es ist ja schließlich Alarm, das würde man ja hören. Und pack dich am Arm, um dich von diesem Platz wegzuziehen, Richtung Menge, um da einzutauchen. Das ist eine sehr gute Idee. Gute Idee, ja. Wie beide, die immer noch da also drin sind. Du möchtest jetzt im Wesentlichen. Ich hab schon einen Plan. Du möchtest jetzt im Wesentlichen diesen Soldaten mehr oder weniger vorgaukeln, dass er mit dem Alarm überhaupt nichts zu tun hat, sondern genau. Einfach nur. Weil er sowieso total überfordert ist mit seinem Schrubber.
und auf eine sehr präzise und deutliche Ansage natürlich hört. Und deswegen war die Ansage, er solle jetzt bitte in die Kaserne laufen. Also ob das sich zu diesem Zeitpunkt in einem fortgeschrittenen Stadium der Zerrüttung befindet. Geisteszustand. Der arme Typ. Die Zeit. Ja, der Geselle also ich sag mal, dass das mit dem keine schwer Verletzten erstreckt sich offensichtlich nicht auf die geistige Gesundheit und den Stress. Aber ich würde tatsächlich sogar zwei Bonuswürfel gewähren, also insgesamt drei Würfel. Nice. Ui. Wir gönnen uns heute mal. Vier ist noch dabei. 4-1-2-1. Ja, da ist aber 4-2-1. Wenn wir jetzt vom Glück reden, dass wir noch den dritten Würfel dazugenommen haben, ne? Ja. Das wäre nicht gut, gerne. Es passiert jetzt trotzdem was Schlechtes. Hier ist das, was, aber auch ein bisschen was Gutes passiert. Zunächst mal. Da du als Oberleutnant die Initiative ergreifend mit Waffe in der Hand losstürmst, denken die Soldaten, die Wachsoldaten hinten im Flur erstmal, du bist einer von ihnen. Und dementsprechend... Was mache ich? Gaben sie das Gewehr ein und... Ja, folgen dir, während du vermutest... Ich rufe ihnen zu, in den Keller, daher kam der Ruf. Mhm. Ja, ist gut. Das ist schlau. Ich bin auch noch, also die können ja jetzt noch nicht mal wirklich meinen Dienstgrad oder sowas sehen, weil ich habe ja die Jacke quasi nur offen, die Hose auf. Das ist sie kennen dich ja. Entsprechend derangiert da oben. Ich möchte gerade an dieser Stelle sagen, unwissentlich und wahrscheinlich auch vollkommen unbeabsichtigt. Warte mal. Ja. Die zwei Soldaten nicken. Wir gehen hinten rum, sie vorne. Jawohl. Und stürmen die Treppe hinten am Flur hinunter. Mhm. Die vordere bleibt frei. Ja. Raus hier, würde ich sagen. Die Beine in die Hand und gehen raus. Die Beine in die Hand und geht raus. Aber dann landet ihr vorne, ne? Und ich warte gar nicht erst auf, was die anderen machen, sondern auf in Richtung Maschine. Die sind nicht hinten raus und vorne ist... Die Soldaten, die mir entgegenkommen, die weisen sich darauf hin, dass da vorne irgendwas ist. Mhm. Mach am besten auch mal deine Klamotten zu. Zunächst einmal kurz, die Beschreibung, was die Soldaten, denen du gerade entgegenkommst, machen. Es war ja eben leider nur eine 4. 4 bedeutet, man schafft zwar den Wurf, aber eine unbeabsichtigte negative Konsequenz gibt es. Unser junger Herr Gefreiter mit dem Schrubber ist durch die autoritäre Stimme des Selbstwurfs austreten ausreichend beeindruckt, dass er nicht dazwischen geht, als du den Jungen am Schlawittchen packst und mit Richtung Menge ziehst. Von den drei anderen Soldaten hier schon. Hey, Moment mal! Stehen bleiben! Bin ich schon draußen? Das ist die Situation, in die ihr beide stolpert. Was machst du währenddessen? Deine Jüngere hat sich zu mir umgedreht, oder? Ja, der hält gerade das Gewehr auf dich im Anschlag, als seine Kameraden ebenfalls anlegen. Sind sie noch auf meinem Kissen mit meinen Karten? Auf uns hat noch niemand einen Anschlag. Nee, weil ich Offizier bin. Ja, aber ich nicht. Ja, du bist ja hinter mir. Option Buch? Ja, sicher. Gegen 5 Gewehre wird Option Buch. Also ich sage diesen beiden Herren, dass sie doch jetzt bitte Kontenance wahren sollen, weil das würde eines preußischen Soldaten nicht würdig sein, auf Zivilisten anzugehen. Ich möchte, okay, das... Ja, gut. Argument ist da. Das ist die genaue Wortwahl, die du nimmst. Ein Wurf mit 2 Würfeln bitte. Ob das ausreichend überzeugend war. Bonus oder Malus? Bonus. Oh, das heißt 2-2. 2-2, sehr schlechtes. Das ist gar nicht. Ja, das ist. Also 2-2, das ist jetzt nicht gut. Nein, eigentlich ist es noch nicht gut. Geht aber auch schlechter. Aber auch nicht mehr viel. Sind wir noch unbemerkt? Oder, der eine dreht sich zu der Solange wir nicht wissen, was los ist, ist hier keiner Zivilist. Stehen geblieben. Mhm.
Mann, Männer, hinein, da ist der Feind. Für Kaiser und Vaterland, auf geht's! Da drin war der Franzose. Wir greifen hier auch nicht in Klischees. Ne? Nein. Nein, überhaupt wir nicht. Doch nicht. Okay. Ach, darauf gönnen wir uns auch noch einen Wurf. Ja, das habe ich erwartet. Kein Bonuswurf, weil ich über Kaiser und Vaterland gesprochen habe. Und die Franzosen. Ich finde, das ist schon belesen. Zwei Klischees. Ich bin belesen. Ich weiß ja, wie ich die anhauen soll. wissen wir nicht, ob wir dafür einen Bonuswürfel gewähren sollten. Wir sind, in einer kritischen Situation. Die ich kennen weiß. Ihn ja auch als das ist ja das Ding. Da könnten wir doch einmal Gnade genau deswegen sage ich, das machst du jetzt mit einem. Ach komm. Och. War das der Gute? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich hoffe mal. Hände schwitzen sind es jetzt. Oh ja, mein Mann. Gott, yes. Es ist eine 6. Es ist eine 6. Eine 6. Oh Gott, das will ich. Olaf, voran! Gegen den Feind. Voran! Und du gehst weg. Ich glaub, die Regie stellt besser schon mal einen Haufen Taschentücher bereit. nochmal, da wir ja natürlich auch ein bisschen Geschichtsvermittlung betreiben wollen, werte Zuschauer, für Sie noch einmal die Information. Wir befinden uns im Jahre 1913. Die Spannungen in der Weltpolitik nehmen zu. Der Nationalismus, einige HistorikerInnen würden es gerne als Hypernationalismus bezeichnen, ist im Deutschen Reich auf dem Vormarsch und ebenso in anderen europäischen Ländern. Es liegt immer ein bisschen das Gefühl in die Luft, ja, bald wird es zur großen Konfrontation kommen, zur großen Konfrontation der europäischen Mächte. Das ist ein vorherrschender Zeitgeist, den man tatsächlich zum Beispiel aus Tagebucheinträgen, Gedichten und so weiter finden kann. Auch hier, wenn Sie mehr wissen wollen, kommen Sie ab November zu uns. Immer schön Werbung und machen. Natürlich eine gewisse Strömung innerhalb der französischen Gesellschaft, über die sich auch die Deutschen natürlich sehr bewusst ist, ist der Revanchismus. Das heißt, das Verlangen, die so empfundene Schmach der Niederlage im deutsch-französischen Krieg wieder auszumerzen, sowie der Abtritt von Elsaß-Lothringen an das Reich. Diese Strömung ist in Frankreich in nationalistischen Kreisen sehr, sehr vorherrschend, worüber sich die deutsche Öffentlichkeit natürlich auch bewusst ist. Das heißt, dass du hier mit den Franzosen kommst, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in erster Linie glaubwürdig, passt aber so in den Zeitgeist dieser Soldaten, das heißt, das funktioniert. Die gehen rein. Besser so. Man stellt auch nicht die Frage, warum du vor den Franzosen wegläufst. Ich musste Verstärkung organisieren. Ist ja auch egal. So. Wo ist Lester? Er wollte doch Verstärkung. Freunde, wir sollten uns jetzt schleunigst zügigen Fußes. Ja, los. Also das heißt, die beiden bei uns sind jetzt reingegangen? Nein. Die Soldaten tatsächlich sind davon mehr oder weniger überzeugt genug, dass sie tatsächlich hineinlaufen. Verstehe. Das ist, wie gesagt, das ist das Schöne daran, wenn man hoch erfolgreich würfelt. Ansonsten wäre es kritischer gewesen. So, und du bist immer hinterher gewesen oder wo? Ja, ich bin die ganze Zeit hinterher gerannt. In meinem Rücken. Ich bin die ganze Zeit hinterher gerannt. Ja, ich brauche mal Kiste auf und los geht's. Wir sind jetzt alle hinter der Kaserne. Genau. So, und jetzt alle schnell zurück zur Zeitmaschine. Zurück zur Zeitmaschine. Mhm. Solange noch die Menschenmenge da ist und wir nicht so auffallen. Genau. Ja. Die Menschenmenge ist da. Das können wir auch nutzen. Und ihr macht euch tatsächlich so ein bisschen auf den Weg. Ich beschreibe einmal kurz noch so ein paar Gesamtereignisse. Zunächst einmal. In offensichtlicher Ermangelung der Franzosen wird der Alarm nicht großflächiger ausgerufen. Also man sieht, es ist keiner da. Und kein Großalarm, man möchte die Feierlichkeit vielleicht auch nicht unbedingt stören, ohne triftigen Grund. Ihr seht zu einem späteren Zeitpunkt vermutlich den Herrn Major hoch zu Ross, an den Stiefeln glänzen seine Sporen. Und ihr, das war ein kurzer Vorgriff,
Das heißt, in dieser Hinsicht können Sie vielleicht schon mal entspannt aufatmen, liebe Zuschauer. Nicht so ganz entspannt aufatmen. Wie war das? Du bist noch ein wenig... Ja, im Gehen versuche ich natürlich meine Uniform. Die Mütze habe ich schon richtig auf, aber ich muss halt noch die Jacke irgendwie zukriegen. Ich habe mal eine Frage, bevor wir jetzt zurück zur Zeitmaschine rennen. Gibt es da noch irgendwas, was wir noch aus der Zeit mitnehmen müssen, was vielleicht doch, damit wir nicht nochmal zurückgeschickt werden? Das sehen wir, wenn wir dann wieder zurück sind. Wir sollten uns jetzt beeilen. Genau. Ich glaube, das war auch genug für heute gereicht. Hoffen wir mal. Genug gerendert. Diverse Herzinfarkte. Pur. Also, er knibbelt seine Uniform zu. Ja, du knibbelst deine Uniform zu. Ich lasse jetzt mal nicht auf Uniform zu knibbeln würfeln. Besser. Ganz in die Länge ziehen wollen wir es nun auch wieder nicht. Ihr macht euch auf den Weg durch die Menge. Im Hintergrund läuft die Parade. Ihr seht noch den Major hoch zu Ross. Wie gesagt, die Sporen glänzen an den Stiefeln. Das Regiment marschiert dahinter. Die Mintner Bürgerschaft lässt dich oder euch durch. Ist generell eher damit beschäftigt, den paradierenden Soldaten zuzuschauen. Ihr schafft es mit einigem Durchdrücken durch die Menschenmenge Richtung Zeitmaschine. Die Tür geht auf, ihr setzt euch hinein. Knopf drücken, auf geht's. Blauer Knopf. Anschneiden. Anschnallen, ja. Oh Gott, ja. Ich bin 10 Jahre alt. Ja, frag mich mal. Kann beim Zeitreisen durchaus passieren. Ja. Also außer, dass jemand kotzt, nicht so weit. Und wehe, irgendjemand kommt jetzt noch an irgendeinen Knopf, ne? Ja, was für einen Knopf müsst ihr überhaupt drücken? Blau. Abgesehen von dem Knopf. Zurück ging es mit Rot. Rot sei schon mit Grün. Ja? Sicher? Ja. Das guckt ihr mich so an? Ich habe keine Ahnung. Meinte der Praktikant. Steht nicht auf diesen Knöpfen irgendwas drauf. Wir sind hier in Deutschland, da steht auch irgendwo überall alles. Das ist eine Zeitmaschine. Haben wir gerade hier irgendwo eine Anleitung rumfliegen? Als wir das erste Mal zurückgereist sind, war es doch auch so ein blau. Ding. Was? Kann mich nicht mehr erinnern. Also als wir das erste Mal wieder stimmt, in unserer Zeit. Stimmt, du hast auch blau geprügelt direkt. Hast du gesagt sogar. Ja. Es ist der blaue. Eben. Ja, also dann drücken wir. Ich sagen, weil hier ist doch schon die blaue Picker. Ein bisschen Spaß möchte ich auch noch haben heute. Also, ihr drückt den Knopf. Das vertraute Surren, Sirren, Summen, weitere lautmalerische Worte mit S, die mir jetzt gerade nicht einfallen, setzt ein und die Zeitmaschine bringt euch wieder zurück. Ihr öffnet die Tür. Es riecht immer noch nach Pferd. Oh. Ja, wegen der Uniform. Oh. Kurzer Schreckmoment. Ich habe einen logischen Geist. Also ja, hier. Danke. Den habe ich gerade nicht mehr. Ihr seid in der Moderne angekommen. Ihr steht auf dem Simeonsplatz. Sieht alles noch normal aus. Mach mal die Tür auf. Eine Gruppe von Menschen, die wie offenbar gerade irgendwie eine Art Spaziergang oder eine Art Hundetraining abhalten, stehen auf dem Platz. Das ist normal. Ja. Gucken so ein bisschen verwirrt, dass hier jetzt ein Haufen Leute in alten Klamotten rumstolpern aus diesem Aufzug, denken sich, aber ja komm, das sind die Verrückten aus dem Museum. Ne? Was will man da jetzt noch groß erwarten? Das wird wieder irgendwas von denen. Wieder irgend so ein seltsames Projekt von denen. Wahrlich. Ihr findet euch dann wahrscheinlich wieder in einem Geheimraum ein. Der Adler liegt auf dem Tisch. Zu euch in den Raum geeilt kommt der Wissenschaftsreferent unseres Museums, der werte Herr Reuß. Unverkennbar gut gekleidet im modisch sitzenden Anzug. Mit einem Bild in der Hand von der 100-Jahr-Feier, das er voller Enthusiasmus auf den Schreibtisch wirft. Man sieht die Parade des Infanterieregiments Nummer 15 vorne hoch zu Ross, der Herr Major. Und am besten mit Sporen dran. Ihr seid euch relativ sicher, dass ihr trotz des Schwarz-Weiß-Bildes die Sporen erkennt. Bin ich seit euch da hinten? Das wäre schlecht. Und ich würde sagen,
An der Stelle ist mein Teil des Spiels zu Ende. Vielleicht noch einmal kurz, wie reagieren eure Charaktere, nun da sie wieder in Sicherheit sind und alles funktioniert hat? Erleichtert, sehr erleichtert. Jo, gibt's dafür noch Bezahlung? Ja, wäre ich auch für. Also ich bestelle erstmal die beiden hier in mein Büro Montagmorgen 9 Uhr, weil dazu muss es eine Nachbesprechung geben. Also solche Projekte wie Pen and Prussia, ich weiß nicht, ob das wirklich das Richtige für das LWL Preuß Museum ist. Wenn das solche Folgen hat, ja, dann weiß ich nicht, ob ich das weiterhin verantworten kann. Ich versuche noch, die Kontenance zu wahren und ruhig zu wirken, aber setze mich sichtlich gestresst auf eine Parkbank und genieße erstmal das angenehme Wetter. Wir sind drauf auf dem Hof, ne? Ich zieh einfach meine Uniform auf, mir ist jetzt gerade alles egal. Du hast nicht jetzt so eine Unterhose vorne auf dem Platz, mir ist das jetzt komplett. Ich bin in diesem Geheimraum. Du kannst gerne drauf würfeln, mich aufzuhalten. Ich zieh mich jetzt aus. Ist okay, es sei dir gegönnt. Oh die Hunde, die dort auf dem Platz sind, sind etwas verwirrt, ob des Geruches. Die Damen, die mit ihren Hunden noch auf dem Platz sind, sind etwas verwirrt, ob das junge Mann ist, der noch gerade blank zieht. Eventuell hat das jetzt noch legale Konsequenzen, das ist aber im Rahmen dieses Spiels nicht mehr zu erspielen. Im Übrigen sollten gerade Leute der Kulturstiftung des Bundes oder anderen Förderinstitutionen hinzufügen. Ich möchte zu Protokoll geben, das, was die Frau Necker soeben über das Projekt gesagt hat, war in Character, ja? Also das war quasi der Charakter, der Fiktive hat das so gesagt, nicht die echte, oder? Absolut. Also hoffen wir doch mal. Na sicher. Bitte. Alles klar. Fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen? Als jemand, der in diesem Projekt als Medienpädagoge mitarbeitet, damit sind wir am Ende dieses Streams angelangt. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Jo. Sehr schön. So, nach dieser Selbstbeweihräucherung vielleicht einmal kurz, wer wir überhaupt für Leute sind. Mein Name ist Ole Bunte, ich bin Medienpädagoge dieses Projektes und zuständiger vom Museum angeheuerter Nerd, der sich mit so Kram wie Pen and Paper auskennt. In der Rolle des Maurice Frederik Moriarty. Henning, Schüler hier in Minden. In der Rolle des Tischlermeisters Andreas Müller. Pascal, komm etwas weiter her, bin Pen and Paper. Enthusiast. In der Rolle des ewig fleißigen Geschichtsstudenten, an dem ein Oberleutnant verloren gegangen wäre. Ja, genau, sag's noch. Genau, ich bin Niklas, ich komme auch von ein bisschen weiter weg aus Oldendorf. Pen and Paper Enthusiast, da möchte ich mich anschließen. Mache hier eine Ausbildung zum Logopäden an der Bernd-Blindow-Schule. Genau. In der Rolle unseres höchstfähigen, im Gegensatz zu anderen, Schülerpraktikanten Eddie. Ja, Mia, ich bin auch Schülerin hier in Minden. Und? In der Rolle, die sie sich selbst gespielt hat, sozusagen, Sylvia Necker, die dieses Museum leitet und den Pen and Paper natürlich total super findet. Sehr schön, sehr schön. Als sich Ole Bunte vorgestellt hat, haben wir natürlich gesagt, ja klar, so ein Nerd, den brauchen wir sofort für dieses Projekt. So wie der aussieht, ist er perfekt für diesen Job. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir einen erfolgreichen Workshop, glaube ich, hinter uns haben diese Woche. Und nochmal von meiner Seite herzlichen Dank auch an euch, dass ihr dabei, wart. Was ich vielleicht noch kurz dazu sagen könnte, dieses ganze Pen and Paper, was Sie soeben hoffentlich mit Spannung und auch einigermaßen Unterhaltung gesehen haben, ist jetzt nichts, was auf dem Mist von irgendeiner Person gewachsen ist, sondern das ist in einem, wie heißt es so schön im Antragsdeutsch, ko-kreativen Prozess erarbeitet worden. Das heißt, diese vier Damen und Herren hier haben gemeinsam mit uns vom Pen and Prussia Team alles, was sie eben gesehen haben, erarbeitet. Dieses gesamte Set-Design stammt von Ihnen, die Szenerie, die Geschichte, all das hat nicht einer gearbeitet, sondern wir alle. Das heißt, das ist jetzt digital natürlich ein bisschen schwer rüberzubringen, aber vielleicht klatschen Sie einmal kurz hinter den Empfangsgeräten für diese fabelhaften jungen Leute, die sehr dankenswerterweise uns im Museum hier unterstützt haben. Sollten Sie jetzt da draußen sich denken, Mensch, das sieht ja irgendwie spaßig aus, was diese Leute da machen. Das würde ich vielleicht auch ganz gerne einmal tun. Dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Und das ist jetzt der letzte Schleichwerbung, die Sie mir hoffentlich gestatten.
Dieses Projekt ist noch nicht abgeschlossen mit diesem Stream. Es wird tatsächlich auf einer Website nachher noch einmal dieses gesamte Pen and Paper für Sie zum Nachspielen geben. Natürlich mit Einführungen, wenn Sie noch nie Pen and Paper gespielt haben. Das Ziel ist es, dass Sie es quasi einfach nur sich herunterladen, die Website angucken und zack, direkt losspielen können. Schauen Sie einfach mal dazu. So ab November sollte diese Website online sein. Sie finden sie über die Website unseres LWL Preußen Museums, wo, wenn alles gut funktioniert, auch dieses Video als Aufzeichnung hinterlegt sein wird. Im November finden Sie ebenfalls hier im Museum die neue Sonderausstellung Preußen und Kolonialismus. Schauen Sie unbedingt vorbei. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle, an Sie, Frau Necker, dass Sie hier mitgespielt haben. Vielen Dank an die Jungs von der Technik, die ohne die das hier alles nicht möglich gewesen wäre. Und die beiden Damen, die im Hintergrund noch agiert haben die ganze Zeit. Ganz genau, an die andere Hälfte unseres Pen & Pressure Teams, die Sie jetzt nicht hier vor der Kamera gesehen haben, die aber im Hintergrund am Werkeln sind und ohne die dieses gesamte Projekt nicht nur nie entstanden wäre, sondern wahrscheinlich auch direkt nach den ersten zwei Tagen zusammengebrochen wäre. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin verfolgen. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute. Jo. Auf Wiedersehen. Horido. Tschüss.